And the game of the year is... Das hätte niemand gedacht, wie krass. Oh, hi! Oh, hi! Ach so, Erik hängt so weit hinterher? Was? Hänge ich hinterher? Frank ist 10 Sekunden vor dir. Soll ich auf YouTube kommen? 2023 Game Awards. Wenn das für dich okay ist, die Qualität soll halt besser sein. Ich wollte nicht unbedingt auf Twitch wegen der Bitrate da immer. Weil Twitter, YouTube einfach den besseren Codec. The Game Awards will celebrate the best in gaming. 300.000 Zuschauer bei YouTube ist wie bei einem nahen Hype Train bei Funk Royal. Ja, die ich so oft habe. Ja. So, warte, das weg, dann YouTube. Gehen wir auf For die the Game first Awards, time die da ever, it is truly magical here live at the Peacock Theater Zack, for laut, Gaming's Biggest Night. Mich wieder klein. We are streaming around the world, gute Idee. Millions of gamers ich mache nochmal ganz kurz eben zweifache Geschwindigkeit. Gaming Biggest Night. Yes, let's hear it. Mach mal kurz zweifache Geschwindigkeit, das ist ein bisschen schneller, aber dann sind wir aktuell. Here's the first ever look at a beautiful remake of Brothers Yeah, the right, Two Sons, originally created by director Joseph Ferris. Hä, wie süß ist das denn? Wow, wie schnell ist das denn? So ein Meer. Ah, da ist es. Oh, ist es Brothers Tale of Two Dingsbums? Of Two Sons? Oh. Aber bei mir ist das so, ich muss mal kurz gucken, bei mir freest das mal. Dark is Brothers and Tale of Two Sons! Es ist so traurig! Hast du das mal gespielt? Das hast du mal gespielt, nee, oder? Nee, du bist doch kein Unmensch. Hab ich immer du noch nicht gespielt. Du bist ein Unmensch. Ich bin ein Unmensch. Oh. Aber ist das das Originalspiel, aber Remake, oder ist das ein neuer Teil? Ich muss, glaube ich, das ist einfach Remake. Ja, das ist Remake. Sag mal. Das stockt immer mal wieder kurz. Ja, bisschen. Ja, deswegen habe ich jetzt auf 2K gestellt. Ah, wie gut, dass wir rübergegangen sind. Und jetzt mache ich noch eine zweifache Geschwindigkeit. Ich bin sicher gleich. Ja, ein Remake. Aber ein Remake? Remake, okay. Oh, also kommen noch neue Sachen hinzu. Dann kann ich das ja doch noch spielen, wa? Ohne zu spät zu sein. Ein trauriges Spiel. Apart, ja, dann will ich das aber auch spielen. Ja. Ich will mich richtig scheiße fühlen. Best Family. Best Family Game. Oh, was Disney Illusion Island. Geil. Was ist dein Tipp? Sonic Superstars. Super Mario Brothers Wonder. Würde ich auch vermuten. Würde ich auch vermuten. Game Award goes to Super Mario Brothers Wonder. Ja, klar. Ja. Also, was ich davon bisher gesehen habe, sieht so fantastisch aus. Duck Bowser! Bowsy! Thank you so much for this award. This is shared with all the teams at Nintendo that worked on Super Mario Brothers Wonder. Ah, schön. In my experience, the team really tried to develop a game that allowed people to work together, to play together, whether it was friends or it was family. And for me, my personal experience is, nothing brings a family together more than trying to rescue an empire, a kingdom in distress from the evil likes of Bowser. Whether you're playing as Elephant Mario, Peach, es Yoshi, so strange or Nabbit, ja. This game goes to everyone gespielt? To create such a wonderful experience. Ich habe nur zugesehen. Achso, okay, ich habe auch noch mal kurz reingeguckt, aber bei wem anders halt? Ich bei Nintendo. Congratulations, ah, okay. Super Mario Brothers Wonder. And now oder I have Nintendo, a little ja. treat for all of you. 3 world premieres in a row. Es freest ab und zu, ne? What? First up bei mir jetzt is nicht mehr. The next game nee. From Daniel Mullins, the creator of the TGA-nominated independent game, Inscription. Oh, das ist Kartenspiel gewesen, oder? Inscription? Ich glaube ja. Oh Mann, ich habe diese Freezes noch ab und zu mal bei mir. Was gerade USB-Stick? Ja. Hä? Oh, Myst? Hat was Mystiges. Oh,
warte mal, das war vom Pony Island-Macher. Inscription, oder? Der hat auch Inscription gemacht und jetzt... Oh, geil! Oh, das will ich unbedingt spielen. War Inscription das Kartenspiel, oder? Ja, genau, genau, genau. Das wollte ich auch noch spielen. Und das ist auch der Typ, der Pony Island gemacht hat. Und die Games sind halt immer... Da wurde gerade programmiert. Erklär mir doch mal, was passiert. Hier drückt der Typ gerade auf den Panda und da wird gerade ein Engel erschossen. Ich weiß, wer das war. Oh, verdammt, ich komme nie auf seinen Namen. Ich liebe ihn. Oh. Da wird Golf gespielt, ganz normales Spiel. Da passiert diese Sache und dann das, ja. Ein Panda schlägt einen Mann tot. Ja, und hier ist diese Hand, die in... Da, und da ist ein USB-Stick und ein Pfeil und da ist ein Frosch. Frosch. Und da fliegt man weg vom Spielautomaten, der bei einem Schrein steht. Crow CD, genau, danke schön. Crow CD. Pony Island 2! Ja, Pony Island 2! Ja! 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 Oh, der Erik hat was, worauf er sich freut. Das ist schön. Ich freue mich da richtig drauf. Voll geil. Habe ich nie gespielt, leider. Du musst Pony Island spielen, Funk. Wirklich. Also, du musst Brothers Tale of Two Sons spielen. Okay, Deal. Und Dredge hast du schon gespielt, oder? Ja, Dredge habe ich schon gespielt, ja, ja, ja. Und auch Bramble, ja auch. Aber bei Dredge habe ich auch Ärger gekriegt, weil ich geangelt habe. Okay. Ich habe zu viel geangelt bei Dredge, weil ich mein Schiff upgraden wollte. Ja, das ist nicht richtig. So spielt man das nicht, Frank. Nee, man darf es nicht machen. Nee. Darf nicht so spielen, wie du willst. Was ist das? Ich weiß nicht genau. Rise of the Golden Idol. Ja, da waren verschiedene Preise, weil da war das, der BAFTA-Preis war zu sehen, dann Game Award-Preis. Mhm, das ist ein Preisspiel anscheinend. Ah. BAFTA ist doch das mit dem goldenen Gesicht gewesen, nicht wahr? Ich glaube ja. Also hochpreisig, sagst du. Mhm. Vom Stil her, wie das Adventure, das wir mal gespielt hatten, wo man diese zwei Leute spielt. Ich hab vergessen, wie das heißt. Hat Gronkh über Bramble nie zu Ende gespielt? Ja, in einem Abend, komplett durch. Bramble ist so gut. Ja, ist voll geil. Also war wirklich sehr, sehr gut. Genau, Broken Age. Das hat mich so umgehauen. Nicht ohne zu spoilern, aber ja. Wolf Among Us? Hä? Das sieht nicht mal ähnlich aus. Nee. Usual Joe. Aber ganz ehrlich, sah... War Wolf ja, du zuerst. Nee, ich wollte gerade nur sagen, sah für mich jetzt nicht so... Es war so... Das gefällt Christoph bestimmt, das Spiel. Wahrscheinlich. You kids these days with your giant monsters and your social media. And speaking of social media, TikTok Live Fest is happening now across 50 plus countries on TikTok. Bist du dabei? Check out the participating auf TikTok, creators auf TikTok Live Fest, geil. Die ganze Zeit. Ja, geil, dann sehen wir uns da gleich, ne? Voll geil. Skibidi-bap, skibidi-bum, ich wackel mit meinem Bauch. Ja, genau. Oh, der ist aber cool. Den mag ich gerne. Ich hab das mal geübt, aber es klappt bei mir einfach nicht so. Ja, bei mir irgendwie auch nicht. Ich glaub, da fehlt sogar noch. A place of wonder and awe. Oh, so viele Game Premieres, geil. We breached the cosmic veil and reached a new planet. Yet generations later, this world remains untamed. Our reunion was foretold, our paths destined to cross. I'm here for you now, Administrator. Mach mal ganz kurz Pause und weiter. Hin und wieder, ja. Ja, aber okay, bei dir auch, dann brauchst du gar nicht probieren. Mhm. Ich mag die Bildersprache bei dem Spiel sehr gerne.
Ah, ist jetzt ein anderes Spiel, ich dachte, das gehört dazu. Da stand gerade Leg Disability, hä? Was ist denn? Danger Laden. Was ist denn? Städtebausimulator und. Oh, okay. Ich weiß auch nicht, was passiert. Hä? Und eine Romanze und. Und SMS? Wir haben WhatsApp, also, ja. WhatsApp, ja. Entschuldigung. Und Oldschool. Und. Siedler von Katan? Cool. Es ist einmal alles, bitte. Skill Training? Also Matrix? Ja. Ui. So haben Frank und ich uns kennengelernt. Auch die Farben waren genauso. Ja. Das ist so lange her, da hatten wir noch nicht alle Farben auf der Welt. Nur Rot und Weiß. You are the chosen one. Das ist mir noch nie passiert. The Matchless Kung Fu. Okay. Published by Bini. The Rogue Trader has fallen. Now I must take up their mantle. Oh, Warhammer. Dynasty to its former glory. Wieder ein sexualisiertes Game, in dem die Frauen aussehen wie 12. Also erstmal war das ein Ninja-Game und zweitens in Animes sind die Protagonisten immer 12. Frauen und Kerle, alle. Oh, sieht aber cool aus. Ja, Mann, Warhammer ist geil. Oh, ein Helm. Ja, geil. Aha. Ja. And Xenos threats beyond number. All must be cleansed in his name. Das schreibe ich mir auf. The choices I make will shape the course of my destiny. And with each haunted step, I wonder. Chaos and Space Marines. Das kam heute raus. Lecko Bio. Oh, das sieht aber cool aus. Rogue Trader. Rogue out Trader. Now. Oh, ja. out now. Geil. Okay. Geil, geil, geil. Von Owlcat. Okay. Geil, geil, geil. Wait. You're Connor Kenway. Good thing for you that I am here. Connor? Ah, für Assassin's Creed VR, ne? Ja? Ja, ja. For his crime, the penalty is death. Eine Schere. I'm in search of a treasure. Ich glaube, ich würde kotzen. Ja. Tue ich aber immer bei VR leider. Ich glaube, man gewöhnt sich dran, also war zumindest früher so, aber hier so rumspringen und so. Ans Kotzen gewöhnt man sich? Ja, okay, ja irgendwann ist nichts mehr drin, Franz. Irgendwann kannst du einfach spielen. Aber es sieht halt echt cool aus. Ich kann mir vorstellen, dass es echt Spaß macht. Assassin's Creed VR ist mega, lese ich gerade im Chat. Ja, mit Fallangst ist das wahrscheinlich. Ubisoft? Ubi-John. Ubi-John VR-Fan. Hallo, ich bin der Ubi-John. Das macht mega Bock, ist mal etwas kurz. Game Awards Opening Act. I'm still Sydney Goodman, here with another award. This time for Innovation in Accessibility. The gaming community is massive, but honestly, it should be even generell bigger. Xbox and macht eine Menge für Accessibility. Oh ja. Their teams have created, ich habe gelesen, Microsoft hat heute nach der Präse noch irgendwas Besonderes vor. Oh, nach welcher Präse? Also nach den Game Awards, meine ich. Oh. Sie wollen am Ende noch irgendwas Tolles zeigen. Hoffentlich Fable. Oh, das wäre cool. Wenn es nicht von Peter Molyneux ist, ja. Na, ist nicht von Peter Molyneux, der macht jetzt NFT. Geil. Diablo 4. Ja. Forza Motorsport. Hi-Fi Rush. Oh, Accessibility, ich bin Marvel ehrlich, kann ich nicht Spider-Man mitreden. 2. Ich weiß nur, Hi-Fi Rush hatte sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Und Street Fighter 6. Und ich kann mir vorstellen, Spider-Man hat auch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Forza Motorsport. Ja. Oh, krass, okay. Waren die nicht Sponsor von so einem geilen Event dieses Jahr? Ich habe davon gehört. Ja, ja. Thank you so much. Ziemlich abgefahren. Krass. Since this category was introduced several years ago, I think we've seen a dramatic shift in the whole industry towards making games more and more accessible. And with this list of amazing nominees, it just really drives that home. Aber man hätte direkt auf Microsoft tippen können eigentlich. At this point, I think we've made the most accessible racing game ever playable by people across the mobility and vision spectrum, including Diablo 4 high accessibility to a credit card. Really, the real winners here. Who have so many great games to play. None of this would have been possible without the amazing team. Forza kann man sogar blind spielen. Okay, das ist krass. Thank you to our audio team for their tireless effort. Bei Diablo hat ja irgendein blinder oder zumindest sehmäßig beeinträchtigter Spieler den härtesten Content irgendwie komplett geschafft. Ja. Also. Und ich krieg das nicht mal sehen, Tim. Consultant and partner for the last 2 years. We're really proud of the work that we've been able to do, so thank you very much.
Süß. Aber die haben gewonnen. Nein, nein, nein. Here at das the Game Awards, we believe strongly in accessibility and want to celebrate any game that fahren, makes it a priority. And our next developer, the Odd Gentlemen, believe that by making their games ja, and their company accessible and inclusive, they can develop new types of gameplay with stories that everyone can enjoy. They created the following game in a deep collaboration with artists and developers from the deaf community. And we are very excited to reveal community. It now. This is Harmonium the Musical. Ach, Dev Community. Ich dachte Dev wie Developer. Oh, Odd Gentleman. Oh. Okay, da würde es mich interessieren, ob Leute, die die Sprache verstehen, ob das sehr gut nachgemacht ist. Aber wird es ja auf jeden Fall ja, sein, ja, 100 oder? Pro. Wenn das der Fokus des Spiels ist, dann ja, klar. Auch mit den Gestiken und Mimiken halt. Das, was dazugehört. Ich möchte wieder einmal sagen, ich find's krass, was aus Gaming geworden ist, wie geil das einfach alles ist. Ah, da hat sie eine Stimme dann. Okay. Aber sie singt nicht, das ist eine Stimme aus dem Off. Ja. Das ist ja cool. Eine schöne Idee, ja. Voll geil. Ja. Das ist wirklich wie die klassischen Disney-Filme ein bisschen, ne? Harmonium. Voll geil. Das ist auch geil. Coming to Netflix. Ach, die Games, auch so. Aber Game Pass. Voll, voll geil. Kannst mir zugucken. Honestly, ja, dabei. Mich als Serie. Endlich. Voll gut. Also, can I please be paid in platinum? I'd like it direct deposited, please. And now I have the honor of announcing the winners for our 5 esports categories. The nominees for best esports athlete are Faker, Zywoo, Demon One, Hydra. Ich kenne nur Faker von denen. 10 Jahre dabei. Ich das ist der einzige. Faker muss. Ich bin ehrlich, der einzige von denen, die ich kenne. Faker. Ja, na klar. Faker. Der ist auch der einzige, den ich kenne. Hydra schon mal gehört, aber bin ich raus. The nominees are Potter, Zonic, Gunba. Warum steht da nicht Dalukart? Muss ein Fehler sein. Nur immer wieder Dalukart. Bester E-Sport Coach ist immer Dalukart. Potter. Von? Wo, for best E-Sports event, here are the nominees. 2023 League of Legends World Championship. Oh, Evo habe ich dieses Jahr Blast wieder verpasst. TV Paris Mann. Major 2023. Evo 2023. The International Dota 2 Championship. Anscheinend gut. Kann leider nicht mitreden. And Valorant World Champions Championship. 2023. Ivo ist das Beat'em-Up-Turnier. Ah, okay, okay. Große. Aber ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, LoL wird gewinnen. League of Legends World Championship. Ja, gut, for best okay. Esports game, the nominees are Counter-Strike 2, Dota 2, na, wenn Faker und, League of Legends, na, dann müsste League of Legends gewinnen. And Valorant. CS2 ist noch zu roh, oder? Valorant. And finally, ich sehe immer nur Base das spielen. The nominees for best Esports team are Evil Geniuses, Fnatic. Ja, ich glaube auch. Fnatic sind die einzigen, die ich kenne. Ich glaube, Fnatic wird's. Vielleicht kann ich mitreden. Ich kenne EG und Fnatic. Das war's, ja. JD Gaming. JD Gaming? JDG for sure, sehe ich gerade im Chat. Aber okay. Okay. Ich bin ehrlich, bei E-Sport kenne ich mich nicht wirklich aus. Ich auch leider gar nicht. Das wird gerusht, weil das sind eher so Side-Awards. Es gibt so Main-Awards und dann gibt's auch Side-Awards. Sonst wird's halt ewig lange dauern. Yep, first up yep, is the latest game from a team that won at the Game Awards back in 2017. So I think we can trust them to crush it again. This is Windblown. Valorant hat mich überrascht, muss ich zugeben. Hätte ich nicht gerechnet. Hm? Oh, mit Blut. Hallo, klar. Oh, okay. That sounds good.
Oh, wow. Ui, okay, aber Multiplayer auch. Holly, Zombie und Funk müssen das zusammenspielen. Ja, Mann. Das würde ich sehen. In einer Stunde durchgespielt. Mit uns, ja. Oh. Hm. Und Zombie rettet den Tag. Schlumm. Sieht sehr schön aus. Also Funk guckt zu, wie Holly und Zombie spielen. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Und ich gebe Tipps vom Seitenrand aus. Ja, so wie Tobi und ich bei dir. Oh, Alex, schon 2,24. Okay, cool. Sah mal cool aus. Huch. Samba? Oh, was war Samba nochmal? Weiß ich nicht mehr. Sorry, oh, what the fuck. Das sieht aus wie früher diese Scene-Demos. Ja, aber als geil. Spiel. Oh, ich lieb's. Man versteht sogar ein bisschen was. Total. Ja. Ich glaube, das sieht aus wie Leute aus den 70ern sich die Zukunft vorgestellt haben. Ja. Oh, cool. Eine Zelle, ein Baby. Oh. Ja. Thrasher. Thrasher. Oh. Okay, das war geil. Voll meins. Geil. Richtig psychedelisch und so, yes, voll. Ich hab einen Trip. In case you didn't know, is from the same artist / composer that blew our minds back in 2016 with the cult hit Thumper. I'm so excited we've got another mind-bending game coming from him in 2024. Special shout out to Samsung and Samsung Gaming Hub, who, not to brag, are also throwing a massive Game Awards viewing party over at Samsung's New York City flagship location with typical gamer and Chica. I wish I could be at two places at once, but the last time I tried to clone myself, I sparked a pretty sizable fire in the MIT experimental physics lab. Hinhören, ne? Ich glaube, but ja. We can talk about that later. Doch, let's Job check Keely out what kommt Samsung noch. Is coming ja, out klar. With now. Gibt's auch wieder Mana? Die geile Mana-Karte? Ja, die fehlt ein bisschen, ne? Ach, Samsung Gaming, ja. Boah, ich bin gespannt. Ob das mal ein Ding wird, dass du wirklich keine Konsolen mehr brauchst, sondern direkt einfach am Fernseher spielst. Okay. Du meinst aber über Dingsbums hier, wie heißt das? Internet-Dings. Hier. Ich sehe gerade Luna, GeForce Now, Pipapo, so ganzen Dienste halt. Ja, ja, Shadow Gaming oder wie das heißt. Genau, genau. Shadow Play. Genau. Ja. Und dann brauchst du halt gar keine Konsolen mehr, kannst direkt zocken. Ja, genau, Cloud Gaming. Genau, Cloud Gaming, dankeschön. Oh, Atlas. Das darf man dann wieder nicht streamen, wenn das Spiel rauskommt. Gut. Aber Atlas macht so gute Spiele. Ich habe noch kein einziges Persona gespielt. Nee. Ich habe aber auch Angst davor. Weil die sollen ja so groß sein. Ich habe immer FOMO, weil du kannst dich ja entscheiden, habe ich heute Bock auf Kämpfen oder möchte ich lieber für die Schule lernen oder die persönlichen Interaktionen pflegen, und es vergehen ja Tage im Spiel und du kannst, ich habe immer das Gefühl, du verpasst dann andere Sachen, wenn du das Problem habe ich kämpfst, bei, das so. Habe ich bei Baldur's Gate 3 immer ganz groß das Problem. Oh, ja. Mache ich langes Lager, mache ich nicht. So ja genau, und mache ich jetzt böse Entscheidungen, mache ich gute Entscheidungen, wo kriege ich das bessere, den besseren Content? Oh, ich hasse es. Ich liebe und hasse es, ja. Appear during the dark hour and attack anyone who roams free outside the coffin. It's our job to defeat them. Pretty exciting, huh? Persona. Next. Come on. Why do you try to fight when you're not? Eine riesige Fangemeinde. Sie müssen ja richtig gut sein. Es sieht auch und hier, cool was aus. Ich auch noch nie gespielt habe, Yakuza. Diese Year of the Dragon oder so. Habe ich mir immer vorgenommen. Ich wollte die ganze Reihe mal spielen, aber ich traue mich nicht, weil die auch so ewig lang sind halt. Ja. Soll auch voll ebenso, geil sein. Ebenso. Wenn ich 3 Leben hätte, würde ich 5-mal Persona spielen. Personal ist geil. Ja, das stimmt. Personal ist geil.
Frank, hast du auch Personal? Noch nicht, nee. Nee. Personal 5 Uhr, ja? Okay. Ja, ja, alle. Play Personal so. Today. Achso, ja, ja, gut, ja, dann mach ich das wohl da. Das. Yakuza ist an der besten Story rein der Welt. Ja, ich weiß, ich weiß. Länger als Baldur's Gate 3, dann kann ich es nicht anfangen. Make sure to stay tuned as Google and the Samsung Galaxy Z Fold 5 are bringing you a spectacular celebration of mobile gaming. It's going to be an epic event, das Handy just bringt like mir this next mobile gaming, geil. It's the product of a das surprise ist team of two nominated games tonight. Let's check it out. Jetzt kommen Mobile Games. Oh, Dave the Diver. Ja, geil. Oh, war so schön. Dredge? Mhm. Und immer noch Dave? So aus wie Dredge gerade zwischendurch. War es immer noch Dave? War wohl Dave. Ah, mit den Leuten aus Dredge. Die haben eine Collab. Krasse Scheiße. Okay. Wow. Dredge. Ein Indie-Entwickler ist Dredge so the Diver. Krass. Hä? Wie, hä? Ist wie cool. Das geil. Hä? Yo. Okay, das ist heftig. Okay, das ist echt, weil, das ist wild. Weil Dave the Diver kommt ja von Nexon, den Koreanern. Die sind riesig. Und Dredge ist von kleinen Indie-Developern. Wow. Das ist irre. Das muss für die so Wahnsinn sein. Oh, warte, ich soll deine Cam spiegeln, weil du rausschaust aus dem Bild. Iron Mouse. Oh. People make games. Quackity. Spring. Ich kenne nur Iron Mouse. Das wird bestimmt Iron Mouse. Ich kenne halt and nur sie von Rockstar Gaming. Ich auch. Ja. Ist Iron Mouse. Ja, na klar. Ja, na klar. Oh mein Gott. Leute, das sind immer Ami-Streamer. Uns kennt da keine Sau. Nee. Eigentlich müssten auch Spanier da stehen, ne? Die sind so riesig. Holy shit, ja. Ja. Ich bin so incredibly honored to have been the recipient of the Content Creator of the Year Award. First and foremost, I want to express my deepest heartfelt gratitude to the incredible community that has gathered around Leute, das ist Iron Mouse, was ist denn mit euch? Was sagen Sie denn? Wie ist Ihre Nummer? So, hat sie Füße, OnlyFans oder was? Ja, wer ist das und so weiter? Leute, dahinter steckt eine reale Person. Ja, chill doch mal ein bisschen. Die sich aber vielleicht einfach nicht gerne zeigt. Ja. Und das kann ich so nachvollziehen. Okay, also ich fühle es so sehr. So sehr. Manchmal einfach mich nicht zeigen, sondern irgendwas anderes von mir. Geil. Boah, ich würde manchmal auch gerne lieber die Kamera auslassen. Ja, aber es wird sofort abgestraft. Und so da schlumpeln, so. Ja, 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 genau, genau, fühle ich. Ja. Und die Haare einfach mal so. Oh, Gish! Das ist mein erstes Spiel gewesen, was ich auf Steam gespielt habe. Das ist lange her. Oh! Oh, too bad they never made another one? Oh. Oh, warte mal. Nein! Oh, da werde ich ja sentimental gerade. Ja, wie süß ist das denn? Zwei D-Boy. 2D-Boy? Achso! Iron Mouse hat eine Autoimmunkrankheit und daher förmlich zu Hause gefesselt und auch darum VTuber geworden. Sie ist eine liebe und gute Person. So. Oh, Kranos, 100 Zaps. Oh mein Gott, Entschuldigung. Warte. Oh, Kranos, du geile Sau. Ja, nice. Alter, GG. Absolut geile Sau, dankeschön. Ich gucke, ich bin hier gerade, ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, weil ich wie gefesselt hier hingucke. Ich danke dir. Voll geil. Heilige Scheiße. Oh, Gish war so schön. After all this time, ja, so geht's mir auch. I still look stunning! Oh, ich hab so geflucht. Oh, wie cool. Ich hab's nie durch. Ich glaube, ich hab's privat gespielt und nie durch. Nee, nie durch. Hab ich nie. Wow. 15 Jahre ist das her? Ja, Mann. Leck mich doch. Ist so krass. Scheiße. Ich muss mal gucken, wann habe ich das zuletzt gespielt? Schirm, kurz mein Steam. Nee, World of Goo, nicht Gish. Schirm, World of Goo, ich bin blöd. World nicht of Goo 2. Ich bin ja blöde. Ja, World of Goo ist richtig. Ja, Erik, du bist alt. Das war für uns alle vor 15 Jahren, nicht nur für mich.
Denk mal darüber nach. Das letzte Mal gespielt steht nicht mal da. Steht bei mir nicht mal bei Steam, weil ich das letzte Mal das gespielt habe. Uff. Wow. So lange ist es her. Da war ich 5 Jahre alt. Gish war auch schön. Gish ist auch ein schönes Spiel. About a world very different from ours. It is a world where all people are equal and no conflict exists, much like the world His Highness once dreamt of. To put it another way, this is a fantasy. Ja, Atlas wieder. Darf ich dachte gerade an Lock Horizon. Darf sie wieder nicht screenen? Nee. Ist das Persona in Fantasy? In noch mehr Fantasy, ja, ja, ein bisschen hat was davon. Die Musik ist geil. Die Charaktere sehen aber auch krass aus. Also sie sind wirklich ausgearbeitet. Kranos noch mal 5, die bitte bekloppt, bin ich Kranos! Sabah! Danke! Endlich musst du dich auch bedanken im Stream, Fan. Ja! Vielen Dank, danke, danke, ja. Danke dir. Ja, Erik bedankt sich ja nie. Nee, danke. Ich nehme es als selbstverständlich. Ich möchte meine Zuschauer damit nicht belästigen, Fan. Du komm ja jetzt nicht so. Ja, 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 ja. Frech, frech, frech. Frech. Boah, sieht auch wieder geil aus, aber wenn es von denen ist, Metaphor. Ist es wahrscheinlich viel zu lang. Sehr lang und du kannst es halt nicht streamen. Also ja, das ist auch das Problem bei Atlas-Spielen. Okay, ja. Weil dir was mal abmahnen, wenn das Spiel gerade neu draußen ist. Bis jetzt bei jedem Persona-Game. Ja. Und dann knicken sie doch irgendwann ein, aber dann ist es zu spät. Ja. Tons of big awards, even more world premieres of brand new games, and an incredibly special guest, a legendary actor and performer of both the stage and screen, the Muppet himself, the Great Gonzo. Ich wünsche dir einen goldenen Hype Train. I'm freaking out. I'm completely shocked. Ich habe keinen Hype. Ach ja, du hast schade. Gonzo ist heute dabei, ne? Als Moderator. Gonzo ist da, heute ist Gonzo dabei. Ich liebe meine rüschel Nase, ich liebe Gonzo. Aber ohne seinen Retro-Freund, ohne seine Ratte? Ich glaube, ja. Und der schrimpende Schrimp auch nicht? Boah, ich würde mir der schrimpende Schrimp auch nicht die Aliens immer nack, 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 nack machen. Jetzt geht die richtige Show los. Jetzt geht die richtige Show los. Geil. Carlos! Okay, danke. Welcome to the Game Awards 2023. Hey. Now, here's your host, the creator of the Game Awards. Stell dir einen goldenen Kappa-Emote vor. Ich glaube, jetzt hätten wir ihn. Vielen Dank, Snoopy. Alter. Wieso wurden Awards vor der Show vergeben? Wie gesagt, es gibt auch Nebenpreise, also so Nebenkategorien. Yep. Good evening, everyone. Und jetzt kommen auch die großen Spielankündigungen, aber die, die wir bisher hatten, war auch geil. Ja, 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 genau, genau, genau. Tonight is our 10th TGA, a global celebration of video games. 10 Jahre gibt's das schon, krass. We have a show for you. I am so excited to get this started. Together we are going to recognize outstanding creative work in games in 2023. Mensch, look into the future with an astonishing lineup of world premieres. Ich grüße dich. Oh, Frank, ich kann hier gar nichts mehr verstehen von den Awards. Bringing our community together in this room and online around the world to focus on something we can all agree on. Nein, mach weiter. Sehr gut. Nothing more powerful or more immersive than an extraordinary video game. Frank, es ist okay. Ich freue mich doch auch. Great games comfort us, help us understand different perspectives on the world, and maybe even change us. That's what makes this medium different. Games, the actual things we play, are insanely special, and we're going to celebrate that for the next few hours. And we've got such an amazing group of people with us. They're built by talented creators and teams, and many of them are here tonight. Mr. Inuma, Mr. Fujibayashi, great to see you back after winning Game of the Year in 2017 for Breath of the Wild. Good luck tonight. Yes. Oh, der mit der Larian, mit der Rüstung sitzt tatsächlich da. Geil, habe ich gerade gar nicht gesehen.
Mark Cerny, oh, die ersten Reihen sind, glaube ich, reserviert. Lead, ne? System Architect celebrating 25 years of Cerny Games. Aber ja, der Thank Dennis hat recht, mehr Security here, und vorne ist abgetrennt. Da guck mal, da sind überall so Korner. Oh ja. 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 Da kann man nicht mehr so durchgehen jetzt einfach. Oh, die haben es so verdient. Geil. Wer waren die nochmal? Pizza Tower. Ah, okay. Melina, oh, cool. Jurgens, our best performance winner in 2017 for Hellblade. Oh, ja. Welcome. Ach, ja, ich sehe ja. Ja, ja, kann man mal. Ja. So, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja. And we are also der hat ein USB-Kabel mal gehabt. By the Tujimoto family, Haru and Ryozo, who are celebrating 40 years of Capcom this year. And oh, a Game of the Year nomination, okay, krass, for Resident Evil. Ja, da kann man auch mal. Welcome, guys. It's so great to have you with us. Capcom hat auch ordentlich sich also gesteigert in den letzten zwei, drei Jahren. Viel abgeliefert. Ja, war, ja, war sehr lange still um Capcom und dann auf einmal waren sie wieder da. Last year's winner of best performance. Please join me in welcoming back to the Game Awards. Yep, we're gonna do it. The actor behind Kratos in God of ja! War, Christopher Judge. Ja, Mann, ja. Woo! Das fängt schon richtig gut an. Ja. Wie, oh, letztes, wie letztes Jahr immer die ganze Zeit geredet hat. Es war so großartig. Ja, wow, die war so schön. Ich mag den voll gern. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber... nicht? Okay. Oh, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. What a card. Oh, die Stimme. Good evening, everybody. Wow. Ah, ja, Mann. Ja. Nimm ein Spiel. It is such a pleasure to be back here. Der Aquaman der Gaming-Szene, ja, wirklich so. Forgetting to thank my wife. Mother. all right, I get it. I get it. I'm not gonna stand up here making long speeches. I'm gonna stick to the script. No 8-minute speech like last year. But fun fact. I put the music. Okay, give me that. My speech was actually longer than this year's Call of Duty campaign. Oha! 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 Oh! Ooh, the burn! Oh, the burn! Another company I'll never work for. I'm here to present the award for best performance in a year of games, beloved by audiences and acclaimed by critics. These actors delivered six unforgettable performances. And here are the nominees. Best performance. Asterion. War das Gate 3, war das Gate 3, war das Gate 3? Ah ja, Final Fantasy 16 war ja auch noch dieses Jahr. Ja, ja, es waren so viele Spiele. Oh, ich liebe den Schauspieler so sehr. Bei Shameless. Alter, das war auch fantastisch. Der wird bestimmt gewinnen. Obwohl... Alan Wake ist klar. Ja, nein. Ah, oh, oh, ja, okay, ja. Ready for your annual physical? We have to talk. I'm the hero here. Oh, schwierig dieses Jahr, ne? Nein, gar nicht. Nein, ah, super. Nicht, aber das Jahr war auch vollgepackt mit Spielen. Whoever wins, Jeff has given me the okay to say, take as long as you want to. Everyone has ever meant anything in your life, and I dare you. I double dare you to try to break my record 7 minutes 59 seconds. Ich glaube, es ist zwischen Idris and und the award goes to Neil Newbold. Yeah! Neil. Oh, seine Frau. Oh, you know. Oh. Was hat eine Frau? So ein Schwein. Okay, nice. Aber man muss es einfach, man muss es auch sagen. Es ja. Ist schon. Oh, guck mal, das sagt Sand Lake. Hab ich gerade gesehen. Ah, schön. Ah, okay. Der muss jetzt aber auch die ganze Zeit so reden. Die Sprache, die Rede muss aber auch so gehalten werden. Bitte, gerne. Magst du Asterion? Er hat einen ganz miesen Charakter eigentlich. Aber eigentlich schon, aber eigentlich ist er kacke. Nur der Charakter, ja, nicht Neil. This is unreal. I just wanted to say, I know I don't have much time, but I'll give it a shot. So, thank you so very, very much for everybody that voted. Thank my incredible fellow actors and the nominees, unbelievable talent. To be even considered amongst you is extraordinary, so thank you very much indeed. To Sven, to Larian, to all the writers, to Stephen Rooney, the writer of Asterion,
Er wollte aufhören mit Synchronsprechen. Ich rede gleich. Was? My fellow actors, 248 incredible actors that gave it heart and soul. To mi familia, gracias para todos. Gracias, alerta, gracias, y coco también. And to my agents, I will thank you later. I'm sorry, I'm going to wrap it up, apparently. One thing I will say, please, if that's okay. The community has reached out to so many of us at Larian and said they were seen and they were represented by this game. When they lost hope, they felt isolated, they felt alone, and this game brought them together and gave them something to push through to help them all. And to you, I want to say thank you so much for seeing us. I appreciate it. Wie sie sich jetzt Musik einspielen, ne? Ich liebe ihn. Oh, schön. Er hat Astarion gesprochen, weil es gefragt wurde. Er hat Astarion gesprochen. Ja. Man sieht, also er ist sehr, sehr auffällig gespielt, man muss einfach sagen. Und mit einer Eleganz und Grazie und trotzdem so rotzig. In short, so thank you. There are lots more awards to come, but now it's time to look ahead to what you'll be playing next. Let's get to those world premieres. And for the honor of presenting our first one, it's an incredible thrill to introduce a true Renaissance man. Please welcome Academy Award-winning actor and New York Times best-selling author, Matthew McConaughey. Nee. Woo! Hä? Was? Hä? Aber, hä? Für GTA? Hey. Ah, nee, ne? Was macht Matthew da? Das hat er mir gar nicht gesagt. Verlaufen. Deswegen kann er heute nicht. Good to be here. What's up, everybody? Good to be here with wir wollten zusammen Pioneers spielen. Jetzt musst du diesen Volker ranholen. Was will man machen? All right. But they told me. Ah. They said, no. Don't do that. Come out and say, pew. All right, we'll see how that handles. I'm here tonight because I have a world premiere for you from Austin's own Archetype Entertainment. I'm also here tonight because the video game that I'm premiering is the first ever video game that I'm a part of. Yay. When the Archetype team first reached out to me, I was excited about becoming a part of the gaming world, but what really turned me on was when they shared the game's vision and my role in it. I will be voicing a character in this game, and all I can say is that I will have a unique relationship with every player. Oha. In this game, time moves differently. Wie keiner gelacht hat. Days for keiner you gelacht hat gerade. Are decades for your loved ones back home. The choices that you make not only affect the people that you love, they'll also affect your entire civilization for generations to come. Now, personally, I have had some experience with time dilation. Jetzt now you Leute. Can, too. Jetzt. So now I am proud to share the first ever look at Exodus. Okay. Neues Mass Effect. Also Exodus quasi, aber nicht Mass Effect, sondern Max, Mass Effect. We need to head back. Aber es kommt mal ein neues Mass Effect raus. Ja, aber doch unabhängig. Oh. Fieldstar. What she found that day was a miracle. It would be our salvation to fight against the Celestials, humanity's greatest enemy. This is it. They found us. Es könnte unfassbar gut, aber auch unfassbar schlecht sein. Es könnte alles. Es könnte ein Kartenspiel sein. Ja, irgendwie. Looter, Shooter oder RPG oder ich bin gerade. Until they ripped our ship apart, and I had to save her. Aber der Stil der Person ist interessant. Weil die Welt sieht so realistisch aus, aber die haben so einen leichten, cartoonigen Effekt. Ja. Das ist ganz cool. When you travel at light speed, time slows to a crawl. It was only days for me, but an entire lifetime passed for her. And in the chaos of those final moments, we never said goodbye. No, come with me! Wait! Please, Tom! I love you. Okay.
Gott, wenn das die letzte Aufnahme ist von der Person, die ich liebe. Gott! Our sacrifice discovers worlds, seeds hope. Aber dann weißt du nicht, was auf der Aufnahme ist. We are the travelers. Ja. Es erinnert mich ein bisschen an Destiny 2. So ein bisschen. Aber mit Story-RPG-Elementen. Also zumindest Story-Elementen. That is a very exciting project. Give me some sah auch nach Multiplayer aus, weil da drei Leute am Ende standen. Aber man hat jetzt noch nicht so viel gesehen. Right, well, ja, aber cool right ja, könnte wirklich alles werden. World Premiere. Immer her damit. Oh. PlayStation. Oh. Könnte alles werden. Ja. Deckbilder, Autorennspiel. Stuhl-TV. Simulator. Stuhl-TV. Ich muss noch. Oh Mann. Hast du noch nicht Ragnarök beendet? Nein, ich hab's noch nicht mal angefangen. Nee. What? Wann soll ich das alles schaffen? Wann haben die das denn bitte programmiert? Aber es ist DLC, oder? Das wird irgendwas Kürzeres sein. Sind dieselben Animationen? God of War mal. Das sieht DLC-mäßig aus. Ja, ja, sag ich doch. Ich glaube, es ist ein DLC. Im Nebel, ja. Arena-Modus oder Survival oder ja, irgendwas in der Richtung. So, ein Leben, mal gucken, wie weit man kommt. Pan. Ragnarök Valhalla. Ja, könnte alles sein. Ja. Am 12. schon. Ja, free DLC, okay. Wow. Oh, free DLC ist aber. Okay, das ist aber amtlich. Geil. Free DLC ist das, ist wow. Wow, also Respekt. Was für eine Zeit leben wir? Haben wir eine andere Zeitschiene? Ich hab was los. Ich hab keine Ahnung. PlayStation, Kratos und wow. Mimir are headed to Valhalla in an adventure that blends God of War Ragnarok's combat with elements inspired by the roguelike genre for an emotional, unexpected and fun new twist. Ob das free ist wegen Game Pass? It is free. The team at Santa Monica Studio. Aber es ist PlayStation. Ja, deswegen ja. Ach, wegen dem neuen Game Pass, den die da haben. Ja, oder dass man einfach sagt, so, wir versuchen Leute wieder. Komm doch mal rum, wieder. Ah, so meinst du. Vielleicht. Ich weiß es nicht, weil Sony, das ist eigentlich nicht Sonys Art zu sagen, hier, nimmt kostenlos und tauschen was. Our next world premiere comes from a small independent team of developers in Australia. I love that this show can give a platform to independent creators. Their last game in 2019 was a sensation, and their next project is equally exciting and unexpected. Ich möchte von God of War gerne ein Game sehen wie Hi-Fi Rush. Hä? Untitled Goose? Untitled Goose? Ja. Hä? Ja. Hä? Für mich und meine nicht vorhandenen Freunde. Ja. Ne, wird schwierig, ne? Wir wollten ja auch das Kiwi-Spiel spielen. Da hab ich ja ganz verdrängt. Ah, Chat. Oh, das sind unsere Chat. Freunde. Ich höre ja. Unsere Freunde. Hey, ja. Oh, hä? Oh, I see them. Es geht das ganze Spiel so. 150 okay. Stunden. Ein bisschen was von Squid Game, dieses eine. Oh, ja, das. Macht's aber nicht besser. Was war mit der Nase gerade? Ja, der redet so. Hast du noch nie so. Das ist wie das Nut-Nut vom Pinguin. Ich. Das ist neue God of War DLC, ja?
Probier mal eine neue Grafik, ist gut. Aber ich weiß nicht, ich... Big Walk. Ich liebe die Musik, ich stehe auf sowas bei total. Big, Big Walk bei Haus. Big Walk bei Haus. Haus. Großartig. Das ist ein Erlebnis. Geil. I playtested that game about a year ago and had so much fun. It is a very special and unique game, and I'm honored we got to share it with you here at the show. All right, while you're watching TGA, head to tgasteamdeck.com right now. Natürlich. We're doing another Steam Deck giveaway. Ich bin, ja, ich bin auch den ganzen Tag schon auf der Seite. Das ist meine Lieblingsseite. Hey, Steam Deck soll aber wirklich gut sein. Steam Deck höre ich nur Gutes rüber. Ja. Hast du eins? Ich habe eins, aber ich habe es noch zu selten benutzt, weil ich noch nicht viel Gelegenheit dazu hatte. Ja, ja. Ich wollte Graveyard Keeper darauf spielen in der Zeit und Grounded. Grounded? Alan Wake 2. The Ground heißt das. Just wait, it's amazing. Okay. We'll be right auch back. Ein voll geiles Game. Prince of Persia, das fand ich sah so gut aus. Und die Kritiker hassen es, aber ich finde, es sieht gut aus. Are you now? Warum hassen die Kritiker es? Weiß nicht, zu viele Frauen oder so. Da sind Weiber in meinem Videospiel, das mag ich nicht. Was? Ja. Nee, weil's. Ja, weil's eventuell nicht so ist, wie sie es wollten, die Prince of Persia Fans. Das verstehe ich, aber. Auf der GC hat es so keinen Spaß gemacht, weil es wie WoW ausschaut. Ja, aber der Stil ist doch der Grafikstil. Okay, der ist eigen, aber ich finde ihn jetzt nicht so wild. Schon. Ja, stimmt, mit WoW, ja, sehe ich jetzt auch. Ja, jetzt finde ich es auch scheiße, toll. Das mag ich nicht mehr. Arbeit, Arbeit. Arbeit. Are you courageous enough and clever enough to save your friend? Natürlich. I'll do whatever it takes. Ja, ich verstehe es schon. Der Prinz sieht viel nicht persisch genug aus wegen der Frisur. Dürfen Perser ihre Frisur nicht auswählen? Aber vielleicht gab es damals solche, wie heißt das denn? Also Undercut-mäßig oder sowas? Ja. Ich verstehe schon, was gemeint ist. Das sieht zu modern aus und vielleicht auch ein bisschen zu jung. So, das soll der absolute Wahnsinn sein. Innerhalb von Lego anderthalb Fortnite, Tagen 1,7 Millionen Spieler. Ja, was ist da los? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich habe auch schon. Ich wurde heute mehrmals gefragt, ob ich spiele. Ich habe gesagt, nein. Ja, same. Keine Ahnung. Das Gleiche. Es ist halt Fortnite, ne? Also Minecraft ist in Fortnite. Ist es Fortnite? Ja, ja, es ist quasi Lego in Fortnite, aber es spielt sich wie Minecraft. Also es ist wie Cube World. Heute 2,3 Millionen. Hier, guck mal. 2,3 Millionen. In zwei Tagen. Kranos! Aber du musst halt sagen, es ist halt die Fortnite Playerbase, ne? Darf man nicht vergessen. Die ist natürlich schon Kranos. Da. Kranos hat gerade 2,3 Millionen Subs verschenkt gefühlt. Meine Güte. Kranos, geil, hey, weiter so. Dir. Ach wie, und es ist kostenlos, das Spiel? Das spiele ich gerade, ist mega. Das Spiel mehr als Battle Royale. Kranos, ich danke dir so sehr. Oh. So sehr. Ich freue mich, Mann. Ah, wirklich? Kein Fall blau machen, kann ich wieder krank werden, danke. Tage soll erfüllt. Scheiß auf die Game Awards. Ich bin da weg, Erich, ne? Ciao. Ja, es sieht auch. Also, es sieht gut aus. Wow. Die Zusammenfallphysik der Klötzchen. Die sieht schon ganz geil aus. Ja. Geil. Ich habe hier auch einen Lego Adventskalender. Also ich liebe ja mein Lego, aber okay, das sieht krass aus. Okay, ich bin ganz ehrlich, sieht schon krass aus. Sehr krass aus. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hab's nur irgendwie gehört. So, ja, spiel. Ninja Theory? Okay. Ach so. Performing an original piece from our upcoming game, Senua Saga Hellblade 2. I'm proud to introduce to you to one of my favorite bands,
Heilung. Ja, geil! Oh, ich hoffe, Subso ist da. Oha. Das ist so gut. Das habe ich so viel gehört. Lang genug hörst, kommt es auch wirklich so eine Art Trance irgendwie. Das ist so geil. Du bist dann nur noch so. Wow. Wenn man so ein bisschen loslässt. Mhm. Ich finde das auch voll angenehm gerade. Sehr, sehr, so sehr auf den Teil. Ne? Der erste war schon so unfassbar gut. Holy shit. Unnormal. Ja. Die Konzerte von Heilung sind mega, glaube ich sofort. Ja, glaube ich auch gerne. Ich habe überall Gänsehaut, ist so gut. Die haben auch ein ganz, die haben eine ganz tief basslastige Sängerstimme auch, die ist auch so der Wahnsinn. Der hat so ein richtig kehlkopfiges Ritualgesänge. Oh, ja, geil. Trailer. This place of fear and fury. Das Sounddesign im ersten Teil war so abgefahren. Auch so mit dem Flüstern immer überall und so, ne? Ja, und du hast wirklich von wo die herkam. So krank. Seit 3 Jahren wird es jetzt angekündigt. Es muss ja irgendwann rauskommen. Aber immer, wenn wir das zeigen, sieht's geil aus. Mhm. Und die zeigen halt immer Ingame-Grafik, ne? Ja. Da ist die Stimme.
Geil. Oh, aber wann? Hat's ein Datum? Oh. Teil 24. Ja, gut. Ja, gut. Vor GTA 6 immerhin. Gut, 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 okay. Oh, so schön. Um was geht's in Hellblade eigentlich? Psychosen. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Ja. Ne? Im Grunde genommen, ja. Ja, Psychosen. Ja, im ersten Teil auf jeden Fall, ja. Zweiten 100 pro auch. Das ist übrigens die Frau gerade, die ihr gesehen habt im Spiel. Amazing new look at the gameplay and world of Hellblade 2 coming in 2024. Hast du gesehen, dass die Frau, die japanische mit der Brille, die so süß auf der Bühne war, die hallo, dass die jetzt auch in dem Spiel ist? Nee. Weißt du, wen ich meine? Nee. Die hatten wir zweimal. Ach, verdammt. Ed Boon, okay, cool. Okay, warte, ja? Mortal Kombat bestimmt. Verdammt, wie heißt die? Die ist so süß. Da sind wir beide geschmolzen, als wir die gesehen haben. Und die haben wir schon zweimal gesehen. Und die ist jetzt in einem Spiel, weil die so süß ist. Wenn ich sie sehe, weiß sie bestimmt. Die von Ghostwire Game, genau, ja. Bei Tango war die. Ah, okay. Muss ich, glaube ich, wieder sehen. And yes, sometimes in some weird stuff we can't explain. Here are the nominees. Best Narrative. In a horror story, they're only victims. Ja, wahrscheinlich Alan Wake 2. Das war ganz gut, ja. Ja. Ist halt auch sehr, sehr gut. Ach, ja, schwierig. Nicht gespielt, keine Ahnung. Soll auch sehr geil sein. Ich hab's nur angespielt und das war sofort geil. Das ist nochmal ein Pile of Shame. Nur die Hauptstory ist okay. Ja. Das ist nochmal ein Pile of Shame, aber da mache ich Spider-Man-Woche. Ich glaube Alan Wake, oder? And the award goes to glaube Alan Wake. Alan Wake 2. Fang, wir sind so gut. Mein Gott. Ja, guck mal, da ist wieder, das ist wieder Max Payne ist auch da. Max Payne. Wie hieß das Comic nochmal? Alex Casey heißt er jetzt, ne? Alex Casey, genau, danke. Genau. Und irgendwie, also ich bin auch so ein bisschen dafür, dass Baldur's Gate, so gerne ich Baldur's Gate auch wünsche, aber wir hatten ja einmal so Game Awards, da hat ein Spiel quasi alles gewonnen. Ja, immer. Ja. Baldur's Gate wird noch genug abräumen. Ich denke, das ist okay. Ja, wird es. Ja. Und sie haben auch die Golden Joystick Award so abgeräumt. Alle. Ich habe den Stapel gesehen. Oh, warte. Ja. For us. I share this with the whole narrative team, the writers, Clay, Tyler, Sinica, narrative designers who made the story into gameplay, Simone, Molly, wird the whole nicht narrative älter. Team. Nee. Sam Lake ist einer von denen, da würde ich gerne noch mal die Hand schütteln. Hannah, so, Rosie, gibt Holly, wenige Leute, aber den würde ich gerne noch mal so, hallo, all the wonderful guten Tag. Actors. Here tonight, some of them, Melanie, Ilka, ja, auch. Aber das ist ja anderes, Matt andere Branche. David, but the whole cast, wonderful actors, and the song makers, who made custom music, custom songs to extend the story. Here tonight, later. Boys of the Fallers, All Gods of Asgard. Die Hand in Bullet Time. Oh, schon vorbei. Every songmaker coming fliegt through auch so vorbei. So. For our chapter songs. Thank you. We wanted to push things further, to do something new, and it's always a risk. For you to embrace it and understand it means so much. I'll treasure this always. Thank you. Aww. Wie sie dieses Jahr halt die Musik drin haben, ne? Damit sie reden aufhören. Oh. Er sieht doch süß aus. Ja, auch ne? Irgendwie. Immer. Und ist auch so lustig irgendwie. Man macht jeden Scheiß mitgefühlt. Hä? Artistとして, wir können die nicht sehen können, wir können die nicht sehen borderless. Wir können Artist. Wir können どこにでも存在する。私たちは安心。Heavy cool. You may have recognized that incredible creator who built her own independent studio in Tokyo, and she wanted to show you what she's been working on before she's even signed it with a publisher or a platform. I said, come to this show, just show it to the audience and the fans first. So that's what we're going to do. We're honored to have her back at the Game Awards. Please give a warm welcome to Akumi Nakamura. Ach, das ist sie, oder? Ach, das ist sie. Das ist die, ach, das von der habe ich geredet. Ach so, hä? Das ist doch die. Wow. Ja, hi, was? Ich fand es aber gerade schön, dass sie auch mal die Artists auch nach vorne gestellt haben und gezeigt haben. Das fand ich irgendwie nice. Hi, Akumi Nakamura des. Konnichiwa.
Ja, die ist so süß. I'm super excited to be on this stage again. Ach, die hat ihr eigenes Spiel. Sie ist nicht in einem Spiel, sie hat ihr Spiel. Das war. Okay, das ist cool. Ja. Und der Mantel ist auch cool. I want to say thank you to the Anshin artist, Miteru. And you, thank you, you, all of you. Oh, das ist so sweet. Oh, das ist so sweet. Ja, oder? Das ist so toll. Your support changed my life. Das ist ja herrlich. Today, I am honored to introduce our first project, Kimberly. Kimberly. It's time to see the unseen. See the unseen. Meet bye-bye. Ja, dieses Pack. Also ach, richtiger, Zucker, einfach richtiger Charakter einfach. Ja, ja. Die ist ja so. Das ist ja Menschen, die so sind. Toll. Und es sieht aus wie diese eine Nike-Werbung. Oder es gab mal Schuh-Werbung, die so ähnlich aussah. Ja, wirklich. Ist die das? Nein. Aber hä, wie cool das aussah. Also vom Level-Design halt hinten und so. Ich weiß nicht, ob es ein Level ist. Ja. Wow. Oh, okay. Oh, dieses japanische Uni-Design ist so geil. Sieht ein bisschen aus wie Redfall, aber als Spiel. Ha! Oder? Weißt du, ja, Redfall konnte man nicht spielen. Oder wie? Nein, aber ich meine halt so... Ich hatte echt Spaß. Ich hatte auch Spaß, aber es lag, glaube ich, größtenteils an dir. Ja. Ja. Aber es war halt wirklich... Nein, kein Kartenspiel. Like this project. Das ist erstmal Concept Art, ja. Ach, Private. Grüße ihn raus an Peter Langhofer. Peter. Grüße an Peter. My sister true. She laughs like noon. My sister cries. She drowned this evening. But still visits by the light of the moon. We prayed for summer. Ich finde, Artworks sollten inzwischen viel mehr geschätzt werden. Ja. Ja. Cooler Style. Das sieht richtig cool aus. And our prayers came back like a little lost lamb. Dying so that we knew. Es könnte alles sein. Kranos! Oh, und was? 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 Für den Ori-Entwickler Kranos, Mann! Das sieht dann wirklich immens gut aus. Ja. Aber könnte wie Kranos. Ja. Das stimmt. Das könnte alles sein. Dieser Artstyle einfach. Ja, oder? Das ist das erste Spiel, was ich mir heute Abend aufschreibe. Echt? Nicht Harmonia? Oh, das habe ich vergessen. Ja. No rest for the wicked. Oh, for the wicked. Oh. Okay. Wow. Wow, wow, wow. Das ist immer mein Spruch, den ich mir selbst sage. Wenn ich, no wenn, ich wenn du weitermachst. Ja, genau. Wenn ich mich nach vorne treten muss, da ist no rest for the wicked. Das ist immer bam. Weiter geht's. Oh, tonight during the Game Awards, viewers in the US can enter to win one of 100 Lenovo Legion Go gaming handhelds. Pony Island habe ich schon auf der Liste, das muss ich mir nicht aufschreiben. Head to tgalegion.com before the end of the show to enter for your chance to win. Here's a look at the Legion Go in action. Oh, ist ja wieder Werbung. Oh nein. Ich hab Pony gerade mit I geschrieben, Piney Island. Das ist ja Peinlo von dir, ja, Peinlo Island. Ja. The best discoveries are the ones you really feel. Aber hast du... Nee, Ori hast du nicht beendet, nicht wahr?
Rory habe ich ganz kurz vorm Endgegner aufgehört. Ja. Und als ich wieder reinkam, habe ich die ganzen Moves vergessen und brauchte alle. Ja. Ja. Das war unangenehm. Nun, ich müsste es immer noch mal ganz von vorne anfangen. Ah. Aber es gibt halt so viele Spiele. Ja. Ja. Und die Spiele werden auch irgendwie immer besser. Immer besser, nicht weniger. Es kommt immer mehr raus und die Zeit vergeht immer schneller. Ich habe so viele Spiele hier gespielt. War so schön. Also ich habe gerade nur in den Chat geguckt. Du guckst auch zum Wichtigsten immer, ja, stimmt. Good luck. Have fun. Ebenso. Game Pass, einfach Game Changer. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dieses Jahr war aber auch krass für Spiele. Wild. Oh, das spielen wir morgen. Ja? Ich habe schon angespielt. Rein optisch ist es einfach, es ist unfassbar. Es ist unfassbar, wie Spiele heute aussehen können. Ich würde sogar noch behaupten, bei mir sah es krasser aus als im Trailer. You have the mark. You are Thorindu. The Marky Mark. Teach me the ways of the Na'vi. Annie wird kein Live-LP. Ich will das für YouTube in 4K nochmal aufnehmen, weil das Spiel ist es einfach wert. Vom Gameplay weiß ich nicht, ja, aber optisch ist das unfassbar. Wenn das Spiel so schön ist, hast du dann auch die Möglichkeit, einfach nur so eine Art, wie bei Assassin's Creed Odyssey, einfach nur rumlaufen und dir die Sachen angucken, ohne das Gameplay, sag ich mal? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Kann ich dir nicht sagen. Das ist bei solchen Spielen ja immer sehr schön, wenn es sowas gibt. Das ist aber Discord-Werbung, oder? Das ist auch so, spielen Erik und ich auch immer. Ja. Hallo, Fang. Ja, ich muss jetzt mal hier drüben. Haha, du Scherzkeks. You mix murder. Fire on me. I got an acre. You eat horse bread because your mom's a baker. Oh Gott, ist das furchtbar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt möchte ich Discord deinstallieren. Deswegen hast du den Server verlassen, ich verstehe es jetzt. That's right, the great Gonzo. Oh mein Gott. Hey Jeff, it's great to be here. Hello, buddy. Hey buddy, thanks for coming. Looks like you're kind of wearing what I'm wearing. Yeah, it's like looking in a mirror, isn't it? Oh, neben den Muppets stehen. Well, I really don't think. Toll. So, Gonzo, what have you been playing? Seriously, what have you been playing? Hey, everybody. Hey, everybody. Gonzo's buying everyone popcorn tonight. Hey, wait a minute. All right, that was a good one. You got me. Well played, Jeff. Yeah, well, thank you. Seriously, though, what have you been playing, Gonzo? Well, lots and lots of Tears of the Kingdom. What an incredible game. You know that one mission where you follow the cuckoo up a hill? I lost track of how many days I spent doing that. The objective is really, you know, just follow the chicken. You don't have to ask me twice. That's right, you do love your chicken. So I guess that was your favorite part. What did you think of the ending? Oh, I never get past that cuckoo mission. I keep restarting to see if I can get a slower time. All right, well, any other great gaming highlights this year for you, Gonzo? Are you kidding? Actually, if you have the time... Hey, you guys got a minute? I'd like to show you how many of this year's greatest games all revolve around one central theme. Check this out. Got the case board? Yeah, that's quite a conspiracy you've uncovered. I know. You probably think Crash I'm Bandicoot dieses Jahr, war das? Can't appreciate video games beyond. Aber das ist auch Minecraft drauf. Ist ja auch schon ein bisschen älter eigentlich. I mean, yeah, ja, die hatten aber ein Spiel rausgebracht dieses Jahr. Dieses Minecraft Legends, yeah, oder wie es hieß? Ja, aber das Huhn ist das klassische Minecraft-Huhn aus, ja, ja. Ja, genau, Evil Chicken, genau. Oh Gott. Let's do this IRL. Come on. Unbelievable. All right, here are the nominees for Best Debut Indie Game. Oh, Best Indie Game. Debut. Oh. Bramble. Fand ich nicht so gut. Ist vom Macher von Braid und nicht Braid, Inside und Dingsbums. Dredge, fand ich sehr gut, aber weiß nicht, was Bramble sind meine Favoriten. Pizza Tower, fantastisch. Pizza Tower wollte ich mal bei mir anders gucken.
November. Oh, das ja. Kochspiel, ne? Ja, aber das habe ich auch nicht gespielt. Viewfinder. Okay, Viewfinder muss gewinnen eigentlich. Kein Bramble? Okay, das überrascht mich. Okay, man kann nicht jedes Spiel rauf, die Liste nehmen. Ja, Viewfinder stimmt, war auch geil. Das stimmt. Viewfinder müsste eigentlich gewinnen, oder? Alright, the great Gonzo. Thank you, Gonzo. And now to the task at hand. The Game Award goes to... Cocoon! What? Okay. Okay. Meins war es nicht. Völlig okay. Okay, da kann ich nicht mitreden. Ich habe es nicht gespielt. Ich kenne nur den Trailer. Aber du hast Inside kennst du und Dingsbums. Ja. Das andere Spiel. Gott, wie heißt es nochmal? Hier von links nach rechts laufen, 2D, Pieper genau, Story, genau, in schwarz und weiß. Genau. Limbo. Dankeschön, Limbo. Fiel mir auch gerade ein. Das ist ja von denen. Ah, die fand ich fantastisch. Okay. The team from Geometric couldn't make it out tonight, but they wanted us to pass along their thanks for everyone. Aber dann war das kein Debüt-Game, oder? And to Yepi, Mads, and Jakob, and everyone at the team at Geometric, thank you so much for being such a wonderful partner on this game. Thank you. Limbo und Inside habe ich beide gefeiert, aber Cocoon muss ich zugeben, habe ich nicht gespielt. The Geometric team also wanted to thank and they were honored to be nominated with all the awesome studios in this category. We can't wait to see you guys do next. Thank you. Das stimmt, ja. Ich dachte gerade, da ist so ein Einsprecher, der das hat sich wirklich so angehört, ne? Ja. The best mobile game of 2023. Oh, Limbo Inside from Playdead, anderes Studio. Excited to see go mobile in 2024. Aber ist das vielleicht der Publisher? Google Play will be awarding the most anticipated title with their Play More Award on Twitch. So head on over to Twitch to lock dann your vote. Dann vielleicht Publisher einfach mal. And now it's time for our next world premiere. Oh, world premiere. Yo. Sind Fang und Sandra. Ja, total. Meine Frau mit Schuhen auf der Couch, ich würde sie so rauswerfen. Sandra würde so fliegen. Du kommst mit dem Skateboard rein. Hello, fellow Wix. Ja, kannst du aber erstmal über die Katzen fahren. Strom nicht bezahlt. Das ist okay, das ist der alte Funk, das stimmt. Did you save the game? Really? Of course I did. Was? Shinobi? Ein Remake von Shinobi oder was? Oh, Jet Set Radio! Als ob! Oh. Als ob! Okay, das sieht actually ziemlich geil aus. Oh, warte mal, aber nicht nur, ne? Golden Axe war das, glaube ich, gerade. Das ist ja Remakes von allen. Taxi Driver, Fecke, Locke, Loco Mio. Hä, das ist ja von allem. Streets of Rage auch noch? Was? Crazy Taxi. Entwicklung? Was? Sega, was ist da los? Und Jet Set Radio? Jet Set Radio habe ich neulich noch, darüber gequatscht, warum es da nie einen neuen Teil gegeben hat. Und die Musik. Die Musik bei Jet Set Radio. Ja, voll geil. Now, typically a world premiere reveals one game, but I love you. You love me. Five new games in one trailer. So many memories for all of us. Alter, Sega, was ist los? Many brand new games in development and set for release over the next several years. Thanks to Sega. Oh, krass. Sega will's wissen. Announcement. All right, well, this next trailer might be something Dragon Ball fans have been waiting to hear about. Atari baut sich auch gerade wieder auf. For a while. Here we go. Dragon Ball fans, okay. Okay. Sandland. Bandai, oder? Ist es Sandland? Bandai übrigens auch der letzten Jahre so krass am Start, ne? Doch nicht. Ja, Bandai auch, ja. Budokan Tenkaichi 8 oder so mittlerweile? Oh, Stock, ja. Das konnte die Kamera nicht mehr erfassen, diese ultimative Power. Okay, spielt also gut nach, super. Es sieht immer geil aus, aber es sieht aus wie die letzten drei Spiele. Vielleicht einer der geilsten Bösewichte. Ich liebe seine Stimme. Du hast super gesehen. Ja, ich finde super. Super ist genial. Jiren ist der beste Gegner, den es je gab. Echt? Ich hab von da super. Ist ein Jiren gewesen. Oh. Ich habe von Super immer nur Negatives gehört. What? Ja.
Mit also, wem redest du denn? Mit Chat? Mit aber Idioten! Warte, Supermassive? Warte mal. Warte mal kurz. Das ist aber Outlast, oder? Echt? Das ach, sind die von der bei der. Ja, Entschuldigung, der bei Daylight. Entschuldigung. Oh, diese wackelnde Kamera. Das 80. Add-on zu Dead by Daylight. Ach, Story Game. Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to watch your radio, the blood I spill. Dark Pictures machen Supermassive. Die machen jetzt das Dead by Daylight Story Game. Oh, echt? Ja. Cool. Was gibt's da für Story? Irgendeine. Teenager gehen irgendwo hin, dann ist da ein Mörder. Und irgendwie muss man überleben, sonst sterben alle. Und warum sind die Stromgeneratoren immer kaputt? Wahrscheinlich, weil die Stromgeneratorindustrie die extra so baut, dass sie nach einer Woche kaputt gehen, dass man neue kaufen muss. Ohne die Krankenschwester, ohne mich. The Casting of Frank Stone. Okay. Cinematic Horror Experience. Das klingt cool. Ich glaube, das wird ganz geil. Das klingt cool. Ja. Ja, und warum sind da überall Haken? Das ist eine gute Frage. Stimmt. That's right. Two huge names in the falls horror genre, Dead by Daylight and Serrano schenken hast zum Aufhängen, falls du den Geschenk bekommst, dann direkt dran. Das kommt oft vor. Frank Stone. Ja. Tonight we're showing you lots of new worlds, hier, but now Schinken. It's time to return to a world. Danke. Zu Weihnachten wird sowas echt gern verschenkt. Wirklich. Einfach so einen großen, teuren Schinken, geil. Hast du schon oft welchen bekommen? Nein. Oh Gott, ist wie das süß, ist das Erika, denn? Die Fresse. Ja, nein, halt doch mal die Fresse. Er ist wirklich sehr süß. Süßer Junge. Mm. Besser als Zelda GmbH präsentiert. Das wäre ein guter Name. Das sieht aber voll schön aus. Oh. Ja, ich wollte doch sagen, oh, warte mal, der Baum im Hintergrund, warte mal, der Baum im Hintergrund, warte mal. Das ist ein Pogepuschel! Ja! Pogepuschel! Ja! Secret of Mana! Oh, ich weiß nicht. Doch, weil... Ja, das alte geht ja nicht verloren, aber das sieht auch geil aus. Nein, aber es gab... Es wäre dann das zweite Mal... Oh, warte mal, Secret of Mana. New Mana Adventure, warte mal. Ein neues Adventure, nicht Remake. Ja, warum ist dann da der... Ja, das ist aber so. Ah, ich weiß nicht. Aber da bin ich lieber vorsichtig. Visions of Mana. Die anderen haben mich zu sehr enttäuscht, die da rauskamen. Die waren Schrott. Ja, aber das ist jetzt Visions. Der wird gut. Ja, das... Ja, jetzt. Oh, oh, das so sah aber super schön aus. Das Schwein war so zuckersüß am Anfang. Ich will es wegen des Schweins spielen. Ich will es essen. Es wird kein Neo 3 rauskommen, das wissen wir. Leider. For those caught in its deadly rhythm. And a lifetime can pass in the blink of an eye. For anyone embracing its bitter end. Oh, Koei Tecmo, Team Ninja, beide. Team Ninja. The only thing we know for sure is that time nein, das ist nicht größer zu spielen. Even if we are apart, still we are. Stau Ronin. Without hesitation, no. Oh, cool. Remorse. Okay, die Fortbewegung sieht mega aus. If the drum drives the rhythm, then the river directs the flow. Let's do this together. How many Hände Schwert, das klingt im Arsch. Und dann muss man seine Steuererklärung machen. Let us not forget the pain of Master Shoin and the countless others who have suffered.
Oh, der Schnee. As the smoke rises, so shall we. Ronin. Reis auf der Ronin. Was, Marty oder Jasmin? Hey, lach mich tot, ich bin so witzig. Batman und Ronin. Ha! Hey, wir sind den ganzen Abend für euch da, keine Sorge. Ja, Ticket gibt's auch nach Abendkaffe. Könnt doch rein. Nicht doch, danke, danke, nicht doch, danke, 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 Auto, ja, danke. Wir sind wirklich im Muppet-Opas. Oh, Action Games. Dead Island 2. Hi-Fi Rush, ja, oder? Hi-Fi Rush. Ich wünsche es Hi-Fi Rush. Aber Armored Core. Armored Core wahrscheinlich, ja. Armored Core 6, ja, Fires of Rubicon. Gott, wir sind gut. Wir haben guten Lauf, ne? Here are the nominees for Best Art Direction. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush. Lies of P. Oh, Legend of Zelda. Super Mario Brothers Wonder and The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Ich glaube Alan Wake, aber ich, ja, Lies of P sah verdammt geil aus. Alan Wake 2. Ah. Ich bin raus. Ich hab meinen Flow verloren. Ich hab's noch. Ich hatte den mal. Okay, jetzt verliere ich, da weiß ich's wirklich nicht. Horizon, Call of the Mountain, ich sag Resident Evil Village. Resident Evil Village, weil Horizon war zu kurz, glaube ich. Ja. Wir haben sie da drauf. Er ist wieder das Motor, seht ihr. Ist gerade wieder rein. Aber du hast mehr Punkte. Oh, fuck. Okay, jetzt bin ich raus. Honkai Star Rail. Honkai. Ich sag auch Honkai. Aber ich bin ehrlich, ich hab keine Ahnung. Obwohl Terra nie voll geil war, aber... Monster Hunter Now. And Terra Nell. Aber wahrscheinlich Honkai. And the Game Award goes to... Honkai. Alter. Honkai Star Rail. Congratulations, HoYoverse. All right, we have much more Game Awards to come, including the first ever performance by the Old Gods of Asgard from Alan Wake 2. Oh ja, geil. Old Gods of Asgard. Geil, da freue ich mich drauf. Some of our biggest game announcements are still to come. But right now, we'd like you to meet one of tonight's nominees for Best Debut Indie Game, who is also part of the newly inducted Future Class presented by Old Spice. Present by Old Spice. By Old Spice? My name is Abhi. By Terry Crews? In India, when I grew up, I had a very early interest in games. Oder bei dem anderen Games, das waren Erbsen. It was a whole new world for me. Linsen, ich glaube Linsen. Ja, okay, Entschuldigung. Food is not just a thing to cook, but also a way of expressing affection and all the things that they can say. Oh, wir sind so doof. Stell dir vor, hier gucken jetzt Leute zu, die irgendwie... Hier das Ingame-Magazin zum Beispiel. Vielleicht schreiben wir den Artikel über Erik neu. Ja, ich glaube nicht. Doch nicht. The more local you are, the more international you become. Ja. Everybody who's played the game is able aber diese to Essensspiele, ich stelle mir der sehr erfüllend vor, aber ich glaube, ich fange die gar nicht an. Ich weiß nicht. Aber du hast auch Unpacking gespielt, oder? Ich glaube, die sind so ähnlich. Ja, das kann sein. Aber wenn ich im Spiel koche, dann kann ich es hinterher nicht essen. Das ist ein Problem. Ja, aber in Computerspielen räume ich zum Beispiel auch eher auf als zu Hause. Ja, gut. Ja, Hausflipper, Powerwash-Simulator und dann machst du aus und zu Hause liegt die Scheiße noch rum. Ja. Max, mach's mal sauber. Nice. Ja, genau so. Huch? Ach, was? Ach, kennen wir doch. Als ob. War die bei den Game Awards. Einfach mal so bei den Game Awards. Okay, das ist cool. Freue ich mich. Ob sie die Game Awards guckt oder das mitkriegt? Den davor kann ich auch gerade. Ich kann bisher nur... Ich komme jetzt auch natürlich nicht auf ihren Namen, das ist schön. Aber ich habe sie erkannt. Schmuddelkatze. Kitty auf jeden Fall. Ja. Kitty? Ich hatte irgendwas mit Katze, deswegen ich komme nur auf Schmuddelkatze. Das passt aber auch. Ja. Lost Kitten, nicht mehr wann. Lost Kitten, danke. Lost Kitten, danke schön. Es gibt so viele, ihn kenne ich aber auch. Es gibt so viele Katzen auf Twitch inzwischen, ne? Oh ja. Die ganzen Pussys. Was? Ja, aber ich meine, das ist von Twitch-Content her. Also, du trennst morgen bei Twitter, pass auf. Endlich mal. Outlast, da freut sich Pan. The Outlast Trials.
Guten Tag. USB. Ah ne, Vapor, geil, Vape-Beast. Was? Vape-Beast, was? Kingdom of Stress, the addiction can make. Oh wow, okay, das ist gut. Okay. Ich dachte gerade ganz kurz, das wäre ein Spiel wieder. Okay, welcome back to the Game Awards. And are aber geil. You ready? It is time to get a world premiere from one of our industry's greatest creators. He's been a huge supporter of the Game Awards since the very beginning back in 2014. And tonight, I am so honored to share this latest update with you on his upcoming project. Yeah. Das von Kojima, Death oder? Stranding? Ja, ja, Death Stranding ist wahrscheinlich. Ja. Ja. Boah, Frank, wir haben echt einen guten Lauf heute. The hungry purple dinosaur ate the kind zingy fox, the jabbering crab and the mad whale and started bending and quacking. Ja, so klang Death Stranding für mich von Anfang an. Das ist die Story von Death Stranding, oder? The jabbering crab and the mad whale and started bending and cracking. Der hungry purple dinosaurs ate the kind zingy fox. The jabbering crab and the mad whale and started bending and quacking. Hat der ein Gesicht, ey. Ist das krass. Unser aber Udo. Da spiegelt sich was in den... Leute werden 100 pro die Spiegelung analysieren. In den Augen. In den Augen geht's ja. Typischer Hideo-Move. Und ihr guckt deinen Stream. Ha! Du bist ja witzig und alt. Hey, hey. OD? For All Players ist ein Horrorspiel von Kojima? OD? Ein Horrorspiel? Ich dachte, das wäre Death Stranding. Ich dachte auch. For All? Ein Horrorspiel von Kojima. Wir sind alle gefickt. Leute, schreiben bei mir die Tür am Anfang von PT. Oh, was ist das? Das ist die Tür. Ich guck weg. Oder? Ah ne, da kommt Kojima. Ah! Hey, das war Kojima. Nein. Story Exposition. Boah, die Schuhe sind geil. Und ich sag noch zu Pan, gestern habe ich noch zu Pan gesagt, vielleicht kündigt Kojima irgendwas an, womit keiner rechnet. Habe ich gestern noch original gesagt. Redest du mit deiner Frau? Okay, ich habe so einer Frau gesagt, dass ich sie liebe. Thank you, Jeff. Was? Das ist so 2010. Ja, ja. Ich bin alt. Ach, es war schon angekündigt? Hä? Ja? Wo das denn? Das war noch nicht angekündigt. Das wurde mal geleakt. Ah, angekündigt, verstehe. Ja. Angekündigt von Dingsburg. Wie heißt er, der Leaker? Ja. Jens 17. Game Awards. Nee, Jason Schreier. Ach so. And this title will feature main role Sophia Lillis, Hunter Schafer and Udo Kier. I think we all want to know more, of course. What kind of game are you making, Mr. Kojima? まあ、僕はその誰もがやったこともないような、斬新なことをに挑戦することを非常に大好きなんですけども、まあ、あの Xbox ゲームスタジオの力を借りまして Ella, weil er sehr viele Spiele macht, lernt er nicht Englisch, damit er mehr Spiele machen kann. Genau. 尖ったゲームっていうのを今作ってます。で、まあ、今までないものなんで、Warum lernst du übersetzt? Warum lernst du kein Japanisch? 言葉で説明しにくいんですけども、これもちろんゲームです。遊んで楽しめるゲームなんですけども、ある種映画でもあって、さらに新しいメディアになるかもしれないという可能性を秘めたものです。So I really like to always challenge new things, groundbreaking things, and that's my kind of rule. But this one, with help of Xbox Game Studios and using their cloud gaming technology, I'm kind of doing this together. But it's really to make immersive and also something that no one has seen before. Natürlich. Is what I'm trying to do. And it is a game, don't get me wrong, but it's at the same time a movie, but at the same time a new form of media. Okay. Well, we can't wait to learn more about what you're working on. New form of media ist natürlich hochgestochen. Wait, das ist sehr hochgestochen. Ja. Is there somebody else at the door? Ja.
I got 5 on it. Everyone, please welcome Jordan Peele to the Kojima Verse. Oh. Was? Oh. Was? Kalen Peele, ich liebe sie. Holy shit, ja. Und er macht so geile Horrorfilme. Und die beiden machen zusammen ein Horrorspiel? What the fuck? Geil. Oh, wie geil. Oh, was? Das holt mich komplett ab. Also ich habe gestern noch zu meiner Frau gesagt, weißt du, ich glaube, dass Kiel bei den Game Awards erscheinen wird. And I can say from the first moment I played Metal Gear Solid 2. Ist das I knew geil. I was experiencing the work of an artist whose craft just hits different. And he's been an inspiration to me, and the opportunity to collaborate with him is truly incredible. Sein bekanntester Film ist Get Out, falls ihr es kennt. I'm always trying to maximize the immersion. Put the audience into the main character's shoes. Und zuletzt, wie ist der Film nochmal, der mit den Nope war das, genau. And he does stand bei mir im Chat. Ich habe gerade sehr gut gewirkt, aber stand bei mir im Chat. Das hat er auch gemacht. And also, und seine Filme sind immer geil. Immersive, utterly terrifying, and I am absolutely honored to be collaborating with the GOAT. Let's go! With the GOAT. Boah, die beiden zusammen als Crossover, holy shit. Hideo, die Pan eskaliert bestimmt gerade ein bisschen. How are you collaborating with Jordan? Tell us about it. Jordan war ein 天才 と 評価される 数 少ない Creator の 1人 で、 で 僕 も 彼 女 大 Fan だ ったん です。 で、 お会いして非常に気が合うので、もう最初に会った時から、昔からの知り合いみたいな、幼馴染みたいな感じで、で、僕は映画を見て育ってゲームを作っています。で、ジョーダンは、ゲームを、遊びながら育って映画を作ってるんで、この2人が一緒にコラボするの非常に面白いかなというので、ジョーダンと一緒にものを作り出しました。Well, Jordan is one of those genius, and I've been a big fan of him. And when I met him, I felt like we were friends from the past. We get on very well. We like things that we both like, and we're really happy, and we wanted to collaborate something. And this time, well, Jordan, I grew up watching movies, and I'm a game creator now. Jordan grew up playing games, and he's a movie director now. So this two collaboration will be really awesome. So that's why I wanted to do something together with Jordan. このプロジェクトは、ジョーダンだけではなくて、多くの、クリエイティブサポーターとか、人たちと、参加が予定されています、でそれぞれの恐怖っていうのの焦点を当ててもらってストーリーテリングしてもらうと予定です。でここではそのメンバーを紹介できませんけども、非常に豪華な布陣というか巨匠たちの集まりなんで、僕はその彼らを集めて、アベンジャーズと、Wir alle ruhig sind, ne? Der Meister so, redet. So, what I could say right now is that I'm kind of andächtig. It's not just Jordan. I have other creative collaborative partners with me. Okay, jetzt ist aber Schluss mit lustig, Leute. I can't really say who they are right now, but they, I tell you, they are the legends. They're going to be also amazing. Also OD und das mit der Tür, Open Door, oder? Die Tür wurde zweimal sehr langsam geöffnet. OD, Open Door. Doors closed Kann for now, so no more special guests, but it's going to be amazing. Keine I just want to stress that what this man is building here is unlike any other game. So Overdose könnte auch sein, aber das mit der die Tür ist schon sehr, sehr im Vordergrund. Deswegen habe ich gedacht, auch in der Pupille vorhin mit der Tür, Jordan die aufging. Thank you so much, guys. Only Deutsche. Ja, old dudes. All right, it's time for another game announcement. Er ist wirklich 60, das ist aber nur frech. 60, leck mich. Das ist doch einfach, das ist doch jetzt egal. Erik, warum siehst du älter aus? Halt doch die Fresse, Fang. Ich frage nur, was alle interessiert. Oh, guck mal, hier haben sie dich geklont. Ah. So. I wanted to show them something that wasn't an illusion. Something that was real. Jurassic Funk. Schnupp, schnupp. Can anyone hear me? Bernstein. This is Dr. Maya Joshi. I've been left behind on Isla Nubla. Ah, das ist der Spritzosaurus, oder? Bitte was? Bitte wie? Bitte wer? Der ach, der so das Zelt aufstellt und spritzt, meinst du, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Diloposaurus? Dilophosaurus? Dilophosaurus, ja. Dilo. Solche Nerds bei uns im Chat, oder? Kennen die so Namen? Ach, ist aber. Die sitzen da alle mit ihrem wissenschaftlichen Hemd, mit so Stift in der Tasche. Was ist was, Buch? So, ja, ja. Die Brille auf der Nase. So, wo? Da zeig ich jetzt mal. Ich liebe die Was ist was Bücher. Ist die Qualität gerade auch bei dir schlechter geworden? Nee, das ist das Spiel. Nein, das Spiel sieht sehr gut aus, ehrlich gesagt. Nee, okay, bei mir sieht es ganz beschissen aus. Und da hat er gespritzt. Ich muss mal vorspulen. Oh ja, stimmt. Mit Ark lernt man die Spiele fast alle, die Dinos fast alle. Stimmt. Also wenn sie jetzt nicht stirbt. Ich habe gehört, dass T-Rex sich früher viel ganz anders angehört haben als bei Jurassic Park zum Beispiel. Und dann wurde das nachgestellt und das hat sich viel schlimmer angehört. Noch schlimmer. Also, noch schlimmer. Viel übler. JP Survival, okay. Wahrscheinlich Multiplayer im Park, oder? Obwohl aber nur Please eine Person gerade. Grammy Award-winning Producer Zed. Und Survival? A la Sons of the Forest mäßig. Erstmal ein Haus bauen gegen Dinos. Geil. Hello everybody. I'm honored to be here tonight to present the award for best audio design. Das schürt sich bei dir Sound auf. Is an often overlooked but crucial aspect of game development. It's what brings games to life, creating the immersive worlds we love to explore. It's the eerie noises deep in a forest, the echoes inside an abandoned spacecraft, or the satisfying sound of shooting a web. This year we've seen some incredible examples of audio design in games as talented sound designers have pushed the boundaries of what's possible. Here are the nominees. Ich würd's Hi-Fi Rush wünschen, aber wahrscheinlich Alan Wake 2. Aber nicht die deutsche Version davon. Ich glaube, die zählt hier nicht. Oh, Dead Space weiß ich nicht. Oh, verdammt. Na gut, da kann ich wieder nicht mitreden. Kann ich auch nicht mitreden. Oh, Sounddesign. Wow. Ja, Dead Space meint ihr? Okay, aber wie gesagt, Dead Space kann ich nicht mitreden, leider. Ich vermute Alan Wake 2. Ich sag Dead Space. Wow! Hi-Fi Rush. Was war's? Hi-Fi Rush. Ja, 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 ich hab's mir gewünscht. Ja, Hi-Fi Rush kriegt einen Award. Woo! Okay, ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr für die. Das ist geil, ja. Aber das war wirklich, wirklich ein Überraschungsding. Aus dem Nichts ja. Und voll geil. Voll, hab ich voll geil. Du bist ein bisschen, wie du das gespielt hast, nachdem es angekündigt wurde. Ich bin ein bisschen vor dir, nicht wahr? Ja, 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 ich mache aber schon, ich passe mich thank an. Thank you so much. Warte. Es war kein Disrespect, ich habe nur vorgespult. Just a quick translation. Ich freue mich, dass Hi-Fi Rush an Award gewinnt. Ich freue mich sehr. The work that the team has done together has to achieve has been recognized here. Thank you to everyone who supported this project. And from myself, thank you to our family, friends, partners, pets. Thank you everyone at Bethesda, ZeniMax, Microsoft, and all the players out there for going with this ridiculous project. And most of all, to the team at Tango for taking such a wild idea and making it a reality. Thank you so much. Ich find's auch super geil. Nach Evil Within einfach Hi-Fi Rush als nächstes Game zu droppen. Nein, das war nicht nach Evil Within, das war ja nach Tokyo Ghostwire, ne? Ja. Genau. Und dann du hattest es damals auch, nachdem es angekündigt war, dass es rauskommt, hattest du es ja gespielt direkt. Ja, ja. Weil du es konntest. Und ich war super happy. Entwicklern, geil. Ja. Fortnite is expanding. Hab mich auch super überrascht. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet. Tons of new experiences beyond Battle Royale earlier today. Lego Fortnite launched, and on Saturday, the music game Fortnite Festival. Tomorrow, though, the team at Psyonix behind Rocket League delivers Rocket Racing. Here's your first look. Rocket Racing? Was Neues von Rocket League? Hinter Rocket League. Wow, okay. Exklusiv am Epic Launcher. Genau wie das Lego-Spiel. Oh, das werden einige spielen. Mhm. Oh, ich hab wieder ein paar Freezes hier. Ja, die auch gerade ein. Ach, das ist quasi ein Racing-Game in Fortnite. Scheint dann so. Ist schon krass, was die auf die Beine stellen mit Fortnite. Kann man nicht anders sagen, ne?
Und wir haben damals Fortnite den Trailer gesehen, wo es noch ein Aufbau-Anti-Zombie-Spiel war. Ja, das wollte ich immer spielen. Mann. Ja. Und dann war halt Battle Royale und da war ich leider ein bisschen raus. Ja. Leider hat Fortnite Unreal gekillt, also die, das Spiel Unreal und Unreal Tournament. Unreal war so schön damals. Mhm. 2007, oder was war das? Boah, das weiß ich gar nicht mehr. Unreal Arena. Das erste, glaube ich, 99 sogar noch, ne? Unreal 1? Ja, ja, ja. Unreal 1 war 99 ungefähr, müsste, ja. Unreal Tournament 2004 habe ich auch ewig gespielt. Rocket Racing. Doch, 12.8. ist ja noch. Da haben wir noch Zeit. Ja, ja, ja. Their minds yearn to ascend, yet fame still holds sway. Hä, du? Their glory fades through time in tombs of somber gray. You too. Want to be an immortal? Oh nee. Ich will kein Immortal sein. Master. Oh doch schon. Are there more good folks in the world? 100 Jahre mehr nicht. More Geil. Good. Ja. Of course. Then why is there always suffering? And why do the bad folks always win? Because goodness without teeth punishes not. Das ist aber nicht das Wukong-Spiel, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber oh, doch! 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 Ach was? Okay, so. Sieht sehr geil aus. Hätte ich nicht aus. Erkannt gerade. Geil, geil, geil. I, the keeper of the new west, welcome the destined one. The destined Alles so ein geiler Style. Das, es sah von Anfang an so geil aus. Und immer wenn ein neuer Trailer kommt, sieht er nochmal geiler aus. Lord, driven by glory, not destiny. So this is the face of the destined one. It will fit me just as well. Bathed in blood, yet preaching peace. Oh, you immortals, pray enlighten me. What justifies your superiority? Da hat man noch damals Demos von der Unreal 5 Engine gesehen, oder? Mm, in dem Spiel. Ja, 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 genau, genau. Ach, guck mal hier, der hat die Dragon Balls gesammelt. Nächstes Jahr oder wie? Ey, nächstes Jahr wird wieder so ein krankes Jahr anscheinend. Holy shit. Yo, alles nächstes klar. Nächstes Jahr wird schon wieder übel. Ah, alles klar. Boah. Oh, ich will das auch mal ausprobieren. Batman, Green Lantern, The Flash, Superman. Your friends are slaughtering the people they swore to protect. Ich liebe Rocksteady, aber... Obwohl, ich muss sagen, bei dem Game, ich habe schon ein paar Trailer gesehen, das Gameplay sieht schon spaßig aus. Also die Fortbewegung an sich sieht schon geil aus. Okay. Die Klaus Alpha war so... Oh, Gorillas. You think you're a team now? You think you can stop us? Thought you'd never ask. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, so you think it's really kicking too. Okay, sieht wirklich ganz nice aus, so. He's the fastest man alive, according to all these girlfriends. Verstehe ich nicht, aber gut. What's the plan? Time for us bad guys to save the world. Ich hab die neue Justice League auch nicht gesehen. Ah, ich muss noch so viel nachholen.
So viel Stuff, so wenig Zeit. Ja, und auch diesen anderen Film mit dem Polka Dot. Den Superhelden Polka Dot. Weißt du, was ich meine? Sagt mir gerade was, aber ich weiß gerade nicht, wo das war. Ich guck gerade Hilfesuchung auf dem Chat. For Warframe fans on the next expansion, right? Yeah, we do. You know, it's been 10 years for Warframe, so, you know, 10 years for you, we assume we'd get a senior's discount of some kind. Ist auch bei Suicide Squad dabei, ja? Okay. Here, maybe, but okay. Yeah, we have. Going strong. I know, it's because our community is so awesome. Neuen Suicide Squad, nicht beim ersten mit Will Smith. Next major update for Warframe, so we do have a trailer for, you know, Warframe players around the world to watch, which is quite exciting. Yeah, I mean, it's been an incredible ride, 10 years of just our incredible developers, our community just supporting us along the way. So if you're a Warframe fan and watching, we love you and thank you so much. And I hope you enjoy the next update, Whispers in the Walls. Oh yeah, thanks for having us back too. Devs at home, we love you guys. All right, thanks guys, let's take a look. For generations, you've slept. No purpose, no call to wake you. But now, you have changed everything. The lidless eye has seen you. The Tano. Warframe? Nee. Oder? Könnte Warframe sein, ja. Ist es Warframe? Warframe, ja, okay, die Leute schreiben auch bei mir Warframe, ja. Warframe? Ja, ja, Warframe. Okay. Sieht halt echt krass aus. Ich erinnere mich, das habe ich noch bei Let's Play Together gespielt im Stream. Vor wie vielen Jahren war das? Und ist immer noch sehr, 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 sehr erfolgreich und beliebt. Das ist echt krass, was daraus geworden ist. Das Game ist auch 10 Jahre alt, ja. Wir haben damals eine sehr frühe Version gespielt mit den Entwicklern. Ich glaube, mit den Entwicklern. It is waiting. Don't be late. Krass. Okay. Das ist echt krass. Okay. There is so much more Game Awards ahead. You thought the surprises were done? Nope, there's lots coming. But while you're here, head to supergameawards.com through December 31st for a chance to win a trip for four to the brand new Super Nintendo World at Universal Studios Hollywood. Bist du müde? Here's a look. Ei, ei, ei. Aber ich muss durchhalten. Geht ja nur 7 Stunden heute. Auf Excel. Hat, ja, Mario gerade, hat Mario gerade die Heim Wohnzimmer zerstört? Du, vielleicht haben die das aber auch von Hartz IV bekommen. Das wurde denen zugeteilt, dann ist nicht so schlimm. Mm, das wurde auch ein Rohr durchverlegt einfach. Ja, ja. Ohne zu fragen. Das ist so schön dort. Mm. Das ist so toll. Oh Mann. Super Nintendo World. Now open Universal Studios Hollywood. Ja, schön für euch. Warum nicht im Heidepark? Ja, ich wollte auch gerade sagen, wir haben Heidepark, sollte auch. Ja, didudit. Und solche Rutschen bei McDonald's an der Autoraststätte. Toll. Ja. Ja. Starfield? Ja. It's a Masterpiece. Ist das wirklich ein Masterpiece? Ist. Endloser Spaß? Ach, Cinematic Masterwork. Unendliche Weiten? Ja, oh. It's a piece, ja. Drei begehbare Planeten? Es ist ein Piece, ja, das stimmt, ja. Keine Ladebildschirme? Ja, so. Es macht Spaß, aber die Wertung da verstehe ich nicht. Nein. Nein. Wirklich nicht. Nein, nein. Nun. Das, ja, das. Aber es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel auf jeden Fall. Death to the dead. We have sworn to protect the living from the. Das haben wir schon mal gesehen, oder? Kommt mir bekannt. Das haben wir, glaube ich, ja, bei. Ja, ja, Summer Game Fest. Summer Game Fest, so. Genau. Once their grip on this world is broken,
Banishers war das, genau, das neue von Downton Up, ne? Ja, das kann sein. Ich glaube ja. Boah, das sieht cool aus. It's raining man, baby. Life to the living, death to the dead, honoring my oath, or sacrifice. Oh, das will ich unbedingt spielen. Bring me back. I'm not sure I can do that. Honor your oath, or bring me back. But don't leave me like this. Kommt es auch nächstes Jahr raus? Ach du, ich will nicht nochmal so ein Jahr. Es waren so viele gute Spiele. Es wird langsam Arbeit, ne? Du, Nightingale kommt ja auch noch raus. Oh, ja, na klar, Februar 24. Februar, ja, natürlich. Oh. Nightingale kommt auch bald raus. Oh, ja, oh. Auch im Februar. Auch im Februar? Ja, oder? Ich glaube, Nightingale war im Februar. Leck mich doch. Mr. Weichel hat beide Collectors vorgestellt. Nightingale auch Februar, ja. 22. Final Fantasy 7 kommt auch Februar raus. wer soll das? Das ist doch alles nicht mehr. Das geht doch alles nicht mehr. Das geht doch alles nicht mehr. Was? So, are you ready? Ready or not, here I come. You and I'm I. Find also, you. Achso. Yeah. Auch Version 1, oder war die ja nochmal Patch-Up? Was ist das? Weiß ich nicht, aber Dennis freut sich gerade sehr. Warum? Sag mal, Cyberpunk-Mucke, oder? Call of Duty, Warzone, ja. Mobile, ja. Little Nightmares and Tom Clancy's Rainbow Six are just some of the big titles coming to mobile in 2024. Co-op-Shooter aller SWAT 4, okay. To vote for which title you want to win, Google Play's own Play More Award. Now, please welcome last year's winner of Games for Impact for the game As Dusk Falls, which is coming to PlayStation on March 7th and is available for pre-order tonight. Creative Director Caroline Marshall. Bonsoir, everyone. Winning last year was definitely a highlight of my 22 years in the industry. Games for Impact is one of the most important categories at the Game Awards. The games nominated this year offer unique and nuanced perspectives on topics that concern us all, from the climate crisis to cultural diversity. They broaden our horizons, foster empathy, and connect us as humans. In a world torn apart by divisions and intolerance, this is one of the most essential powers of our medium. Here are the outstanding nominees. Games for Impact. Terranil, okay. Würde mir einfallen. Okay. Oh, das habe ich nicht gespielt. Space oder Anbau. Oh, das war so schön, das habe ich gespielt. Das wollte ich spielen. Habe ich auch nicht gemacht. Tja, wollte ich auch. Tja. Das wollten wir spielen. Ja, ich erinnere mich. Terranil habe ich gespielt, aber nur die Demo. Ich auch. Und die war sehr gut. Ich wäre die Demo. Und hier kann man bei mir was besser. Oh. Schöne Spiele. Sena, hast du geil? Oh. Venba. Chia. Oh, Chia. Tja. Hast du verpasst, Frank. Tja. Habe ich auch verpasst. Tja. Haben wir beide, ja. Oh ja, The Day Before kommt doch jetzt raus, nicht wahr? Heute? Heute kam das raus, ja, alle sind begeistert. Ja. Sind sie wirklich? Alle wünschten, es wäre der Day Before, als er noch nicht draußen war. I'd like to thank ourselves family for your trust and unbelievable talent. Kepler and Sony for believing in this crazy project. And the entire population of New Caledonia who championed and embraced cheer all along. Thank you, Mary. Das ist auch so süß, ne? Das ist total süß. Hä? Oh, ja. Ja. Oh, schön. Glücklicher Opa. Ja. Hallo. Der sein Enkelkind gerade stolz präsentiert. I'm Abubakar Salim.
I'm mainly known for my acting work in Raised by Wolves and Assassin's Creed Origins. Guten Tag. But. Der hat einen Umhang, der ist ein Superheld, oder? Mhm. Ja. Oh, okay. Aber sorry, no, this is crazy, man. I mean, I remember watching the Game Awards when I was younger, so being up here now is like... Warum sind die denn alle so süß? Ach, guck mal. Yeah. Look, I've loved games all my life. I played them all my life, man, from Kingdom Hearts, Garry's Mod, Golden Sun. Einfach Garry's Mod bei den Game Awards genannt, geil. And it started with my dad, right? He got me into Warum? He understood, you know, that game. Einfach nur, weil das irgendein Typ mal irgendwann angefangen hat. You know, it's a great space. Und jetzt wird es aber bei den Game Awards, wird es nebenbei genannt. Ja. And he passed away a while back, and I'll tell you what, I'm still figuring it out. But 4 years ago, I decided that I needed to try and process my grief in a way that felt true to me and him. So I took the biggest risks of my life and threw everything that I had in making a game, a piece of art that honored him, an ode to the people we have loved and lost. So. Ich bin so kacke, ne? Er erzählt mir was, ne? Und ich guck gerade in den Chat und muss lachen. So the reason I'm here tonight is because with the love and support of a lot of people here, I'm going to take another big risk and I'm going to show you what we've been building. No, I'm going to offer you this game. A game from my old man. I hope you like it. Oh. Ich mag dich jetzt schon. Oh, ja. Oh. Every story begins at the end of another. Each story carries with it the echoes of those that came before. Critical role? Creative group? My Baba, my father, your story was snatched away too soon. My name is Zhao, a shaman of Kenzera. Here, I seek my father's return. Oha! Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hab direkt Ori-Wipes. Ja, danke. Ja. Und du bist Gedankenleser geworden, ja. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Sieht wirklich, wirklich, wirklich gut aus. I will not stop. Kalunga, God of Death, hear my plea. Kalunga, God of Death, come to me. Show me you are ready. Be careful what we wish for. Zhao. Okay. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Geil. Oh, Don't Nod. Ja. Oh, warte mal. Warte mal. Ach so, okay, kein neuer Life is Strange. Ach so, was ist Life is Strange? Things-mäßig, oder? Ja, ne? Du kannst wohl Gedanken lesen. It's been 27 years, y'all. Why? Oh, krass. Now. Because we made a promise. Komplett neu. Geil. Sehe ich einfach. Das sehe ich aber. Lost Records. Machen wir auf jeden Fall. Now we have a world premiere new look at a game based on an ongoing franchise of 18 years with over 850 million users worldwide. This entirely in-engine trailer shows off the blend between cartoon 3D graphics with hardcore action. This is kommt the Monster first Hunter? Berserker. Tati hat Hunger, kommt rein, so was zu essen. Doch nicht. Warte. Ich hab Monster Hunter ich dachte, hier gerade. Monster Hunter? Ich dachte, nee. Schade. Willst du meinen Burger essen? Willst du mich essen? Willst du Frank essen? Aber der ist zäh. I found you.
trampled by the one. Ist ruhig mein Bürger. Ich finde schon irgendwas. From your king. He thought you were a hero. Oh. This is no ordinary ghost. You have to risk your life. Meine Augen sind gerade gekommen. Alter. Krass. Das Berserker. Okay. Von Nexon wieder. Das sah wirklich, wirklich gut aus. 18 Jahre altes Franchise? Was ist das? Ich kannte das auch nicht. This one, though, is a little bit of a twist. They're about to play music from an upcoming game that no one has heard yet. You might call it one of those world premieres. Ja, sehr viele Souls Games inzwischen. Ja, ja, ja. It's written by one of the greatest video game composers gegen. Of all solange time, sie gut sind. The legendary Nobuo Uematsu. Uematsu. Here is the Game Awards Orchestra led by Lauren Balfe with lead vocals from Lauren Allred debuting the theme song from Final Fantasy VII Rebirth. Oh, ah, die Pan ist, oh, alles klar, sehr gut. Ja, Pan macht dich Pan, ready. Hi, hi Pan, willst du mich essen? Ich glaube, wir müssen ruhig sein, sonst köpft die uns. Ja. Boah. Wow. Boah. Wow. Hat die eine Stimme? Mhm. Hat die viel geübt? Fuck. Die Pan werden gerade die Wände hoch, einfach so im Kreis die ganze Zeit. Wow. Voll geil. Boah, sehr, sehr geil. Ich glaube, das wird sehr, sehr epochal. Oh mein Gott. Das Spiel. Pan, ich hab dich gehört. Hallo, Pan. Deswegen, deswegen der Discord-Sound. Deswegen der Discord-Sound. Final Fantasy VII Rebirth, which is nominated for most anticipated game tonight. Thank you to Lauren Allred and Maestro Lauren Balfe and the Game Awards. Ich glaube, sie wollte uns unterbrechen, falls wir doch dazwischen reden. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. So wie damals mit der VR-Brille. Oh ja. Oh, Pan, hast du gehört? Oh, was? Pan, guck hin, Pan. Das ist Satan Stone. Or so they'll tell you, dearie.
soll anscheinend jetzt noch mehr geben. Has the power to change anything. Für Final Fantasy wurde gesagt. Keine Ahnung, Pan. Pan, das muss dir gefallen. Das ist Pans Game einfach. Ja. Geoff Keighley hat gesagt. Ja. Das ist Pans Game original. Das Buster Sword. Ja. Pan ist dein Lieblings Buster Sword. Apex Legends. Pan spielt es Apex Legends. Pan, ab geht's. Ja, verwurstet ist noch mehr. Pan, Rinder. Ich bring den Senf mit. Super. That's very fun when limits are made to be broken. When Final Fantasy VII Rebirth comes to Apex Legends on January 9th. Ich finde, das passt auch so gut. Ja. Apex habe ich schon immer mit Final Fantasy verbunden und gesehen. Ja. Now it's time to announce the winners of a few more awards as selected by the fans. Final Fantasy 7X, diese komischen Minicars da. Hot Wheels, Roblox. The nominees are Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, das wird Baldur's Gate 3. The Legend of Zelda, Baldur's Gate, aber Alan Wake 2 auch ganz groß. Aber ich glaube... Final Fantasy 16. Oh, okay, wir haben es verloren. Okay. Wir haben es verloren. Geil. Schön, überrascht mich. Ja, ist gut. Ja, Wolle. Oh, schwierig. Sea of Stars. Sea of Stars. Sehe ich ganz vorne, aber ich könnte mir vorstellen, dass Dave the Diver gewinnt. Sea of Stars. Ja, ich freue mich. Ich hab's wieder drin. Ja. Wir haben's wieder. Oh, geil, dass sie gewinnen. Oh, wie cool. Cyberpunk. Oder? Final Fantasy 14. Nee, No Man's Sky. Leco Mio war das ein schönes Jahr. Okay, ja, gut, kann sein. Aber Cyberpunk hat sehr überrascht dieses Jahr. Oh, was? Ja, wir sind wieder draußen. Okay, krass. Keine Ahnung, was ist das? Fighting Game. Baldur's Gate 3. Ja, okay, oder Alan Wake 2, ich bin mir nicht sicher. Ja. Das fand ich sehr gut. Street Fighter 6 ist großartig geworden. Bitte, bitte, bitte. Ja, Street. Okay, Street, ja, ja. Es sah auch geil aus, muss man einfach sagen. Der Story-Modus, das Rumlaufen, das Leveln, sich ausrüsten, genial. Oh. Hades 2. Silksong wäre auch dabei für mich. Hades 2 für mich. Hades 2, aber Rebirth wird gewinnen, oder? Ja, ich glaube auch. Rebirth wird gewinnen. Ja. Aber Hades 2 für mich. Pan hat gewotet. Ja. Ja, Pan ja, gerade ja. Mit einer Couch. Well, it's been 8 months since the release of Honkai Star Rail, a winner tonight for best mobile game. This space fantasy RPG filled with myths and legends is set for mobile? More intergalactic expeditions in 2024. And tonight we have an exclusive look at Penokane, the next destination. Oh, das ist ja da, ja. Für Honkai Star Rail nehme ich an, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Do you still remember it? Fables about the stars. Its stories tell of what is. Wie viel war das, was mir vorhin gesagt wurde? 30 Millionen Umsatz macht Genshin Impact jeden Monat. Alter. Und Honkai Star Rail 40 bis 50. Alter, das ist einfach... Jeden Monat. Das ist unfassbar. Und dann Leute aber so, oh nein, das Spiel kostet 20 Euro, das zahle ich nicht. Weißt du, so... Mm. Also ich bei Honk, aber bei anderen Games so, das ist irgendwie so weird. Du, aber wie viel Geld ich in Pass of Exile ausgegeben habe? Boah. Auch zu viel. Ja, Path of Exile musst du aber nicht, ne? Nee, muss ich nicht. Aber ich mag die Sachen und ich mag die Entwickler und ich finde, sie verdient's. Finde ich. Jeden Support. Ja. Guck mal, Path of Exile ist auch sehr fair, macht, muss man zugeben. Ja. Bei Genshin weiß ich nicht genau. Genshin ist halt Gacha, ne? Die haben Gacha und das. Ja. Ich fange gar nicht erst damit an. Bei Path of Exile hast du auch die Möglichkeit zu Gacha, aber nur begrenztes Gacha. Wenn du alle Gegenstände hast und du kannst keine Doppelten bekommen, dann kannst du auch keine mehr kaufen. Oh, okay, das ist fair. Also, du kriegst jeden Gegenstand nur einmal. Mhm. Das ist geil. Okay, das ist cool. Mann, das muss ich mir aber noch angucken. Honkai Star Rail soll so gut sein. Ich fange mit diesen Games gar nicht erst an, weil, ne, wenn ich mal irgendwann anfange, irgendwas zu holen oder diese Grenze überwunden habe, ich ein bisschen Angst, dass ich da vielleicht zu viel Geld lasse oder so. Das will ich nicht. Monster Hunter Now is the new mobile game from Niantic and Capcom. Like all Niantic's games, Monster Hunter Now is played in the real world and tonight they have a special in-game event going on right now. With new monsters, ich will es auch spielen, aber ich habe ein altes Handy, das läuft nicht auf meinem alten Handy. Ich muss mir ein neues Handy holen. Ja, wollte ich mal sagen. Du hast doch heute 3000 Subs bekommen, wo du noch ein neues Handy hast. Ja, stimmt allerdings. Gerade aus. Danke für mein neues Handy, Digga. Das stimmt auch wieder, ja. Ach, hier nochmal Lego Fortnite.
Was halt echt sehr, sehr gut aussieht. Ja. Also die Epic-Sachen. Fortnite Festival, wow. Ja, das hat mir gefehlt. Hm. Was ist Fortnite Festival? Sowas wie Chat-Dingsbums, was es damals gab? Ich habe keine Ahnung, weiß auch nicht. Aber Fortnite hat den Verlust von Battle Royale, also nicht Verlust, aber ist er runtergegangen, haben die richtig weggeballert einfach. Schon krass. Oh, geil. Ah, oh, da war die Musik noch gut, ne? Ich glaube, die Muck ist das Beste am Trailer. Ja, Mann. Maniacs. Oh, geil. Könnte alles sein, Kartenspiel, wer weiß. Ich weiß auch nicht genau. Springen Zombies, toll, toll, toll. Vielleicht hat man mit Charisma-Werten ja die Möglichkeit, mit Gegnern zu reden, statt gegen zu kämpfen. Okay, das wäre eigentlich ganz okay. Oh Gott, das... Also ich kann es uns Außenstehender sagen, aber das, was ich sehe, sieht immer schlimmer aus. Die Waffe gerade war aber cool, dieses Pff, und du gehst in die Luft und dann bam. Das war, ich glaube, du bist tot, nachdem du gefeuert hast. Oh. Oh. Kommst du jetzt endlich mal raus? Mal wieder, ja. Also diese Day Before, oh, Februar. Auch. Ja. Oh, Schatz. Ja gut, ich glaube nicht wirklich dran, dass es wirklich rauskommt, aber... Die Gaming-Szene eskaliert. Die Musik ist gut. Ja. Yep. Ist so schade eigentlich, dass sie nicht wussten, wo die damit hinwollen, ne? Ja. Und jetzt ist irgendwie dieser Massenshooter geworden. Das ist irgendwie so weird. Ist das nicht so wie Sea of Thieves dann? Nee, überhaupt nicht. Nee, also nicht mal annähernd. Aber ja, wo Bioshock? Boah, darauf hoffe ich die ganze Zeit. Ja, Bioshock und Fable, ne? Wird mal wieder Zeit. Also optisch halt schön im Trailer, ne? Muss man schon zugeben. 3 Tage früher spielen wieder, wird auch wieder beliebter. All right, we're back here at the Game Awards, and that was a new look at Skull and Bones from Ubisoft, which is coming out on February 16th. I'm happy to announce that players can register now for the upcoming closed beta from December 15th to 18th on all platforms. Okay. And now it's time for the announcement of the next game from the studio that won Best Game Direction in 2021. Mhm. Oh, ist ja ewig, ja. Mhm. Bethesda. Haben die nicht dieses sehr, sehr gute Starfield gemacht? Ja, Moment, Deathloop war aber geil. Ja, Deathloop war wirklich. Und Arcane hat's drauf, muss man sagen. Ja. Turn that shit up. Das ist doch wieder das ist der Deathloop-Charakter, oder? Hab nicht gesehen. Nee, oder? Hm? Der hat sich geschnitten, der ist kein Barber. Relax, man. I don't bite. Hm. Oh. Geil, Redfall 2. So verdient, ich habe so lange auf den zweiten Teil gewartet. Es ist wirklich Blade. Ich habe gerade noch gedacht, es ist aus wie Blade. Oh Scheiße, ich bin viel zu früh. Ich bin viel weiter als ihr. Was? Ja, geistig auf jeden Fall. Hey, nice. Arcane Leon and Bill Rosen from Marvel to tell us how did this come together? Oh, krass, Blade. Okay, geil. Well, Jeff, let me tell you, the secret superpower of Marvel games is our constant focus on bringing together. Sollen bei Blade nicht auch noch ein neuer Film rauskommen? Fan favorite characters that they love. Oder? Now we are huge fans of Arcane. Oder war das wieder irgendwie AI Sache, auf die ich reingefallen bin, bestimmt, ja. Story-rich games they create. Also, würde mich nicht wundern, momentan wird ja alles remake, ne? Oder neu aufgerollt. Passion. Nee, wird doch tatsächlich, ja. That's why, oh, okay. On Blade's 50th anniversary, we are so honored to announce this true Marvel team-up. 15th? Oder yes, ja, 15th. Oder 15th? Oder 15th? Our first order of business was to make another very arcane game. But with a title that is easier to say the French accent. And when we had, you know, when Sébastien Mitton and I had an opportunity to chat with Marvel, said, okay,
Let's really challenge them. Let's present the widest take on a superhero that we both love. And we ate it up. I mean, the arcane touch fits Blade like his trademark trench coat. And I mean, think about it. It's a mature action-adventure game, single player, where you get to play Blade your way. For true believers, ich bin ehrlich, ich bin meinen ganzen IP-Sachen inzwischen sehr vorsichtig. Why this character? Wieso alles was lizenziert ist, da kommt immer so viel Murks. Eric half man, half vampire, torn between the warm society of the living and the rushing power of the undead. Aber Rechte kosten halt viel Geld. Das ist ja. Ja, das, kid of ja, mixed origins, deswegen, du, mehr Geld geht in die Rechte als in die Games, so in die Entwicklung. It is a dream to be making a game about Blade in Paris, my hometown. You know, if well, if if my hometown was walled in and we shared it with bloodthirsty invaders that come out as soon as the sun goes down, ça serait un petit peu la merde quand même. Anything else you can tell us about the game? War das ein Marvel-Spiel mit den ganzen Helden, die allerdings dann nicht echt lizenziert waren, sondern hat man so gesehen, das soll der Captain America sein, aber er ist es nicht wirklich im Spiel. Aber er sieht halt so aus, ein bisschen, aber nicht echt. Weil ansonsten Copyright Infringement. Wo war das denn? Das ist voll untergegangen. Und voilà, merci beaucoup, merci. Das kam vor 2 Jahren oder so raus und war so richtig... Midnight Suns? City of Heroes? Nee, City of Heroes war ein MMO, oder? Ja, City of Heroes, glaube ich, war ein MMO. Habe ich auch bei Just 12 Hales gesehen. Oh, warte. Ah, wird er wieder zum Rapper. Ehemaliger Rapper. Schön, danke. Ich hoffe, es hat dir gefallen. War sehr schön, hat mich gefreut. Hey, I just want to say a big thank you to everyone who watched Twisted Metal on Peacock. And Hey, I have one thing to do before I get on to the award I'm supposed to represent up here, okay? On your left! Ist es nicht hier, wie heißt der, Hawkeye oder so? I know I say a lot of different things. Das ist ein neuer Captain America, oder? Oder der, ja? Ist der neue? Now, no one knows this yet. Das kann auch sein, so ja. You three guys, Falcon, and everybody danke. Else is going to be the first. Because of our incredible fans... Falcon, der neue Captain America. Genau. Ja. Yeah. Twisted Metal is coming back for season 2 on Peacock. So, that's right, you get your motor revving. Because you're going on another ride with John Doe. You look great. You guys see this section right here? You guys look great. Keep it going, baby. I don't trust this dude, but y'all look great. Don't you yell at me. I love you more. I love you. What is wrong with y'all? Er kann auch gut mit Leuten. Stop it, you! Okay, love you too. I see you. I see you. Shut up. Okay, today, the best games are like living universes, constantly expanding with new content and challenges, right? And that's what this award for best ongoing game recognizes. The games that continue to deliver fresh experiences for their loyal communities. Here are the nominees. Best ongoing game. Light always pierces through. Oh, jetzt mit Final Fantasy wird's richtig geil, Apex, ja, Mann. Let me put it this way. No bad, no fun. Ja, ongoing game. Is come. Achso, ich bin ein bisschen weiter. Oh, du kannst mich warten! Natürlich. Ja, ich denke, Fortnite, das geht so. Oh. Stark. Stand heute müsste es eigentlich Fortnite sein, ne? Eigentlich. Und Genshin, boah. Ja. Ich weiß halt nicht genau, wie aktuell das ist, aber es, ja, Final Fantasy 14 würde ich auch fühlen. Okay. Aber jetzt gerade nicht, weil wir stehen ja von einer neuen Expansion. Jetzt gerade ist es ja eher so mildes Wasser. Cyberpunk hat ein sehr geiles Update bekommen oder mehrere sogar. Yeah. No Man's Sky könnte auch drin sein, eigentlich. Nee, war nicht. Oh, Entschuldigung. Cyberpunk 2077. Ja, ja. Okay. Die beiden kenne ich, die sind auch im DLC. This is heavy, dude. Ja? Glaube ich zumindest. Ich habe da am Anfang welche von CD Projekt gesehen. Oh. Oh, krass. Da kriegt Cyberpunk aber doch nochmal einen Preis. Krass. Oh my goodness.
Wer hätte das erwartet? What a journey it's been. Holy. Video games are nach dem awesome. Release vor zwei Jahren. This is an incredible moment. Ja, die liefern ja auch kostenlos nach. Ich meine, klar, ja. 2.0 in Phantom Liberty. Die haben schon sehr abgeliefert in den letzten Updates. Ja. Like, the tenacity and also ähnlich wie No Man's Sky. Mochte am Anfang dann auch keiner und dann haben sie so nachgeliefert. Ja. Worlds that are immersive. You know, the world being immersive and of course the gameplay just being fun. Guck mal den Rollkragen an. Ja! This is exciting. Ich liebe Rollkragen. Rollkragen ist das Beste. So geil. Sieht aus wie Steve Jobs, wenn ich den anhabe. Ja, ich auch. Ich will direkt ein Buch schreiben. And I mean, I have to include here our amazing players. They've been with us throughout the whole journey, gave us feedback, made funny memes, videos, you know, wrote posts on Twitter, on Reddit. It was amazing, you know, to see the reception of the players when they were actually getting all of those updates. Just recently, und bitte geht jetzt von der Bühne. Danke, die Musik ist da. Cyberpunk danke. 2077, and it's for all of you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Der Preis ist gar nicht für die, der ist für alle von uns. Ja. Okay, das, ja, dann gib jetzt bitte. Da bitte da lang. Gib bitte. Bitte. Congratulations, guys. Our bitte next gehen. Guest has worked on some truly memorable games over the past 20 years, like GTA 5, Bully, Need for Speed Underground, oh. and the Red Dead Redemption series. Dennis jetzt so nur Ohren. Now he leads a new studio, Lightspeed LA. Steve C. Martin is here to unveil a brand new project. Steve? Hä? Thanks, Jeff. Great to have you here. Was? You showed us Bully to Remake, Bully Remake, year. Bully Remake, Bully Remake. It's bitte, an honor bitte, to be bitte. Here, so thanks for having us. Aber das muss so wie die GTA-Remake sein. Years at Lightspeed LA, myself and nein, ich will 10 Meter Arme. Of over okay, 200 talented, diverse industry veterans and fresh new talent have been in deep development on a fully original, AAA, futuristic open world game. Tonight, we're really excited to offer you all a sneak peek at what we've been working on. I'm so excited to share so much more with you in the future. But for now, I hope you all enjoy this first taste. Amazing. Let's take a look, Steve. Here we go. Ja, ist Bully Remake, ja. Okay. Androiden, ne? Die Damen. Ja, ja. Mummy Botter. Ja. I'm scared, Mommy. Alter, wie cool das aussieht. Also wie krass. It's going to be okay. Mommy, the nein. Demon is here. Kinder weg. Das Kind ist traumatisiert. Ja. Follow me. Ein weiblicher Protagonist in meinem Computerspiel? Wow, Pokagala! Nett. Boah, sieht aber geil aus. Heilige Scheiße. Last Sentinel, okay, sie. Also, keine Ahnung, wie das Gameplay ist, ich habe keine Ahnung. Könnte alles könnte sein. Könnte ein Kartenspiel sein. Lift your head. Now open your eyes, slowly. Von der Welt sah es aus wie Death Stranding, aber... Ja, ja, ne? Take a breath and look around you. Das ist Death aber Stranding, ist Death Stranding 2, ne? Ja. Ja, da gerade auch dieses... Ja, das ist Death Stranding, oder? Hm.
Vielleicht nicht. Das ist aus der Post geworden. Das nee. Ist nicht das Stranding. Nee. Fate always tests us. Dieser Po. You have to fight until the end. I'll find you. The First Ascendant. Okay, First Ascendant, okay. Aber das Gras und der Mother sahen so. Und da war auch dieses, das eine Ding, was so aussah, wie so das komische Ding. Ascendant, which is launching the summer of 2024 okay, krass. From Nexon. Now we have a new look at Hoyo versus Nexon next auch. Big game, geil. Zenless Zone Zero, an urban fantasy ARPG. I have my eye on this one for a while. We had it at Gamescom. Demo, and we're going to unveil their latest announcement right here at TGA. What? Mein Auge tränt. Was? Hoyo. Jetzt spielt noch ein Spiel von Hoyoverse, ja. Nexon hat eine Menge Hoyoverse. Das Maid-Kostüm hat gute Rüstungsklasse. Ja. Und sie hat einen Haifisch. Ja, sie hat einen Haifisch. Flosse hin. Ja. Okay. Da stand auch Shark gerade. Ja, das ist kurz so. Shark, ich dachte, ich hätte es mir eingebildet, aber gut, danke. Gut. Also das Gameplay sah geil aus. Die Charaktere sind irgendwie. Die fühle ich nicht, das die Charaktere. Haben wir schon mal, das haben wir schon mal, von da haben wir noch mal schon ein paar Trailer gesehen von auch nächstes Jahr. Ja, Jiggle Physik sind super wichtig. Ich denke, so ohne würde Dead or Alive nicht leben. Dead or Alive lebt nur davon. Ja. Und hier diese Extra-Mission, dieses Strand-Volleyball, oh mein das Gott. Ist, das ist das Beste, frag Eva. Ich weiß, das ist das Allerbeste. Ich oh mein Gott, was sehe ich da? Hä? Was sehe ich das da? Game Awards. Das ist nicht das, was ich denke, was es ist, oder? Meinst du Gundam? Gundam, ja. Ja, ich denke auch an Gundam. Aber es sind nicht mehr meine alten Gundams. Das ist nicht mehr mein Gundam. Das ist Gundam, ja. Pan und die Game Awards einfach schon gesehen. Jetzt MP4 zu Hause auf der Platte liegen. Die kennt die meisten Sachen dann schon, ja. Ja. Die erkennt es aber auch sofort. 10 Minuten voraus? Was? Nein. Mecha Break. Okay, das war doch. Gamers demo the latest so Gundam, oder? Okay, sah aus wie Gundam. We haven't told them what they're playing. Let's see what happens when they find out. Gollum! Raytracing's beautiful. Hä? Yeah. Wie kann man den Cyberpunk nicht erkennen? Oder was? Oder habe ich irgendwas verpasst? 40 Series? You're actually playing on a Chromebook Plus. Wow. Ach so. Streaming on GeForce Now. Oh. What the heck? Oh my god. Oh mein Gott. Das ist mir peinlich. Oh nein. Ich hab GTX gesagt. Oh, das ist mir peinlich. Oi. Glaubwürdige Werbung, ja. The tide of war. Is turning against us. As we battle against the bugs, the automaton threat grows more menacing by the day. Transform us. We need valiant soldiers to take on these deadly robotic hordes and spread Horse? Our message of peace. Robotic Hordes? Ich dachte gerade, jetzt an Not? Also an NOD von Tiberium. Sag schon, Command Conquer.
so sah das Zeichen fast aus. Use the galaxy's most advanced weaponry. Fight alongside a squad worth dying for. Join the Helldivers. Hab ich nie gespielt. Sagt mir sich zum ersten Mal. Ich glaube, den Trailer haben wir schon mal gesehen. Ich sag mir nichts, sieht irgendwie cool aus. Trailer kam mir bekannt vor. What is your life? Fokus ballert aber auch. Ja. Oh, das will ich mir angucken. Das will ich spielen. What is your craft? My craft is death. Ach, 2024 wird auch geil. Ich weiß, das kam heute raus, aber so viele Spiele, die Netflix-Serien, Arcane, zweite Staffel. Der Tag braucht mehr Stunden. Ja. Okay, now we have a special surprise for you. Live and exclusively here at the Game Awards. Welcome, welcome, welcome. Ich hab darauf gewartet, ey. Oh, wie cool. Host, ich wusste, Warren das kommt. And I present to you the All Gods of Asgard. Jetzt kommt featuring that best-selling writer Alan Wake. Aber geil, dass er auch da ist, Mr. Door. Herald of Darkness. Mr. Door. Oh ja, wie cool. Gesehen habe ich ihn schon mal, aber woher? Alan Wake 2. Ah, ja, stimmt, da. Und das ist, das Musical. What the fuck? Oh, wie cool. Der Level war so geil, der Abschnitt. Okay, das habe ich dann verpasst bisher. Oh, ich liebe es. Es war auch so gut. Du musst es spielen. Nee. Oh, geil, das live aufzuführen. Mhm. Die Band sieht aber, kann man das sagen, die Band sieht so deutsch aus? Das klingt so merkwürdig. Die sehen aus wie bei so Big Lebowski. Das sind die Deutschen. Ich glaube, das ist ein Film. Ah, das würde auch passen, ja. Das sind eigentlich Poets of the Fall und die haben auch schon bei Max Payne 2 die Musik gemacht. Ach, geil. Weil ich muss an die Deutschen aus dem Big Lebowski denken, wenn ich die sehe. Bei Control auch, ja. Das sind All Gods of Asgard. Ja, auch bekannt als Poets of the Fall. Das ist nicht live. Nee, also er nicht, aber die beiden anderen vielleicht schon. Ich glaube, die beiden vorne singen und er macht dazu das Schauspiel, ne? Ja. Und er ist auch. Ja. Ja, er ist auch echt. Ach, gucke. Hab ich gewundert, warum ich dabei bin. Ja, wie geil. Er sieht so glücklich aus. Er hat sich gefreut, Alter. Das ist so gut. Oh, schön. Ha ha ha.
wie er sich aber freut. Das ist aber so schön zu sehen. Oh. Ja, geil. Oh, sehr cool. Da kann man mal klatschen. Oh, es ist schön. Das war wirklich ziemlich geil, ja. Oh, schön. Ja, super sympathisch einfach. Respekt. Wir haben auch darüber geredet, ob die das aufführen oder nicht. Das ist eigentlich nicht, ne? Ja. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie die Choreo dazu machen. Gods of Asgard, thank you to the band, Sam Lake, Remedy, Epic, the cast and everyone involved to bring that performance to life, something you will only see right here on the Game Awards. Now it's time for an update on a game we announced back at TGA in 2017. 2017? We all shared the same story, the same fate. A family of strangers. A strange family. We have lived 1,000 lives. We have died 1,000 times. Whoever we were before this torture, we are now as one. Until the end. One final battle. My friends. Aber remember. Das gibt's doch schon länger, oder bin ich gerade doof? Free Weekend on Steam, aber... Joining me now is Ulf from 10 Chambers. Crazy, that was 6 years ago we announced GTFO, and that's the final chapter. You've got a free weekend on Steam. Looks fantastic. Final chapter. Ah, okay. Best ongoing game. Something more you're also working on, right? Yeah, first of all, I have to say thank you for having me again. Of course. And you delicious menu. Delicious. Amazing. Delicious. You look good too. Your games look great. Anyway, we're working on something new, and it's like a passion project, like all our projects are. And this you were known for Payday, things like that. So you're back to some heist stuff. I guess. Okay. Yeah. So now we're back to doing a heist game again, and it's sort of a sci-fi thing that I've been dreaming up since I was a kid, basically. And it's you know. It's Dark Outside to the world? Yes, we should. You've been working on this for a number of years. Yes. I'm so excited. It's finally time. Thank you. Check out the new game from Ulf and 10 Chambers. Here we go. Ist es jetzt das, was wir gerade gesehen haben, oder nochmal was Eigenes? Ein neues stand da gerade. New Co-op. Heist Game. Cancel the reservation. Reset the procedure. Continued neuroprotting may severely damage the suspect. Reset the procedure. Yes, standing by. Inject. Your subconscious was just spilling the beans about your recent Akajima district break. Let's continue. Huh. What are you hoping to find in the Nexus Sentinel? You mother... There's no use in fighting. I will get what I want. So that's how you found out about our Akajima vault. What were you looking for? A key. A key to what? Do you really want to know? Yes! What's the key for? It's not what, Mr. Bowman. It's who. You see, just like me, you're caught here. You're caught in the den of wolves. Boah. Ja, so, das war ja also ein Spiel. Cool. Da werden wir mal wieder. War fresh, Digga. Könnte alles sein. Kartenspiel. Ja. Working on it. Hä? Das jetzt. Das er spielt oder ist er wieder ein anderes? Das ist eine gute Frage. Eine wirklich fantastische Frage. Der Typ kommt mir irgendwie bekannt vor. Da war schon in den letzten 7 Trailern.
Da ist was anderes. Okay, gut. Okay. Ah, ja, ein Bus. Ja? Jetzt ergibt alles Sinn. Gut. Aber ist es jetzt ein Shooter oder ist es. Das könnte alles sein. Könnte, ja. Kartenspiel. Muss bald regnen, die Busse fliegen tief. Easy in, easy out. That's our ride. Exoborn. Mhm. Ich bin so viel klüger. Hoffentlich jetzt mal wieder ein neues Battle Royale Spiel. Gibt's zu wenige bis jetzt. Glaubst du, das war Battle Royale? Extraction Shooter, okay. Also wie Day the Day Before, ja. War zu früh, Entschuldigung. Now, please welcome the voice of Loki in Asgard's Wrath 2, one of the most ambitious and anticipated VR games yet, Matt Mercer. Hello, Matt. I am so beyond excited to show you this trailer for our Asgard's Wrath 2. I've been working with the Sanzaru team and bringing Loki to life. It's just been absolutely amazing. And after playing Asgard's Wrath 2 as a lifelong gamer, I'm honestly blown away. So I'm honored to be a part of this franchise and want to thank everyone at Sanzaru Games, at Oculus Studios, ja, sie animiert, and ne? MetaQuest. Was ist mit dem Chat los? So, without further ado, let's enjoy the trailer for Asgard's Wrath 2. Aber es ist auch Matt Mercer. Der kann dir deine Scheidungsunterlagen vorlesen und du wirst geil. Das ja, ist, ja, ist wirklich so. Echt? Oh Gott. Du nicht, Pan? Nee, hat sich Erik so abgestumpft gegenüber alle Männer? Hey, hey, Frank, was soll ich sagen? Puh. Deny spirits their rightful passage. Turn worlds to ash. You allowed Loki to deceive you. Now his chaos reigns. The universe demands a guardian. And with each possession, you will grow stronger. Okay, soll ich es sagen? Oh, sieht nicht gut aus. Es sieht so generisch aus. Right, ja. Ja, aber es ist VR, ne? Ah, okay, für VR ist es geil. Achso, dann hat es ein Recht, scheiße zu sein. Ja. Nein, wenn ich es verstanden habe, ist es VR. Na gut, für VR? Ja, ja, ist VR. Für VR könnte es geil sein, okay. Dann ist gut, Gott sei Dank. Wir sind zu scheiße. Ja, wir sind ziemlich blöd. Wir sind ganz schön blöd. Ja, nicht so. Das könnte alles sein. Das könnte alles sein. Kartenspiel, Simulation. Schönes generisches VR-Spiel. Your fate is mine. Aber für VR sieht's nice aus. Auch für Meta wieder, okay. Foolish mortals, oblivious to the chaos that awaits you just outside. I'll see you sooner than you think. Immer eine schöne Stimme. Ja, das ja. It's been an amazing year, not just for games, but for adaptations of the games we love. Right now, we have an exclusive look at the highly anticipated new series, Fallout. Doch, doch. Fallout. Oh, die Fallout-Serie. Ja, geil. Oh. Oh. Hello there. Now, how about we turn on some lights? Ich hab noch nichts davon gesehen. Nein? Voice 4 hab ich grad gesehen.
gut aus. Boah, sieht richtig nice aus. Oh, leck mich, ist es. Oh, you know what they say. Ja. Geil. Ja, das sieht oh, die Serie. Kein Movie, wird eine Serie. Er sieht ja voll gut aus. Voll geil. Das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig. Nur die Leute sind wirklich zu sauber, das stimmt. Die sind auch zu sauber. Ja, ja. Friendly Fire 10, dann bitte. Fallout. Please welcome Pierce Moten, Ellen Purnell and Walton Goggins. Geil, da klatsche ich auch mal. What's up, y'all? I hope you don't mind. We brought a little extra security. Thank you for having us, and we are incredibly excited for you all to see Fallout on Prime this April. But our real honor tonight is that we're here to hand out the award for best adaptation. What? What, dude? Die Rüstung sieht so cool aus, ne? Aha. Our bosses are here. But what? Oh. Yeah. Yeah. Mr. Howard. Good catch, buddy. Hä? Was? Hä? Cool, seit wann ist er hier drin? Yeah, how you doing, big man? Okay. All right, let's go. Okay, so this year, video games and film and television were bigger and better than ever before. Here are the nominees. Der rechts sieht aus wie Megamind. Entschuldigung. Nein. Tut mir leid. Er will kein Bösewicht sein, Mann. Er ist nur missverstanden. Was hast du mitgemacht? Oh. Wo hab ich mitgemacht? Was? Ja, okay. Das muss halt jetzt schon gewinnen. Ne? Oh, shit. Ah, naja, ja, da war ja noch was. Ich komm in die Hölle, ja. Oh, Gran Turismo war eigentlich auch ganz nice, aber... Last of Us muss gewinnen eigentlich. Muss auch noch vor, sein, noch, ja. Noch vor Mario, finde ich. The Last of Us. Yo. Ja, natürlich. Ist aber auch rechtens einfach. Die ja, Serie war so einfach ein der Shit. Scheiß gewinnt, klar, auf jeden Fall. Frank will einfach sterben. Der hat mehr so einen Lebenswillen. Ja, heute bin ich tot. Morgen brennt Berlin. Boah, aber ganz ehrlich, die Umsetzung war einfach so geil. Boah. Okay, clock's ticking. Shout out to my partner in crime, Craig Mazin, who's watching up in Canada, getting ready for season 2. Huge thank out to our Naughty Dog family. This wouldn't exist without all your incredible hard work. Big thanks to HBO and the support they've given us. And big thanks to our Last of Us community. None of this exists without you. Thank you so much. And we also want to thank our partners at Sony Pictures. A special shout out to Carter Swan and the whole PlayStation Productions team. And everyone at PlayStation. Thanks so much. Thank you. Und wie ist die Gran Turismo Serie? Der Film. Nein, ist das ist ein Film. Dennis und ich, wir mussten den notgedrungen sehen, aber der war gar nicht mal so scheiße. Ist es wie mit Cars? Redet dann Bugatti dann oder? Nein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der ist gut, der Film. Guck ihn dir an. Okay. Doch eine warme Begebenheit tatsächlich. Ja, Autos gibt's wirklich. Ja. Na, fang, Mann! So, ja. Ja, bin ich. Ja. Das stimmt. Oh, das war das Spiel, was ich ausgelassen habe. Das ist das Palia, was jeder spielt? Ja, genau. Ich wollte es auch sieht spielen. Auch noch gut aus. Es sieht wirklich gut aus, aber ich habe es extra ausgelassen, weil, da würde ich zu viel Zeit rein versenken. Es sind momentan zu viele Spiele. Hast du das Disney, was jetzt auf Steam rausgekommen ist? Disney nee. Dingsbums Valley? Nein. Oh, ich habe schon mit einer Frau auf der Switch schon zu Tode gespielt, damals in der Beta. Und ich darf jetzt nicht wieder anfangen. Das ist so gut. Verdammt. Palias Grindlastik und Zeitfresser. Ja, das fange ich auch nicht an. Der Erik hat übrigens gesagt, ich kann heute einfach reinkommen, ne? Ja, klar. Hey, na klar, bitte. Oh, würde ich gerne spielen. Aber ich habe ja so ein altes Handy, lieber Chat. Leider habe ich ja noch ein altes Handy, aber ich würde so gerne das neue Monster Hunter Now spielen. Ja, spenden Goal, let's go. Oh, ich hätte so viel Spaß bestimmt. Das wäre auch gut, wenn ich wieder rausgehe und so ein bisschen, ne, für mein Immunsystem. Da hätten die auch mehr Streams. Ja, ich hab wohl eins.
Boah, ich kotze gleich irgendwo hin. Boah, das ist wieder nicht. Jetzt einfach habt ihr halt auch wenn ich mehr von, rausgehe, ne? Habt ihr mehr Streams. When I was younger, ja. Struggling with who I was, what my place was. I took a lot of that anxiety and put it into making games. Die Spieler haben aber voll geil. It's evolved over time, especially as I've gotten into AAA. Well, guess what, everybody? Oh, geil. Ah, nee, Midnight Suns. Hindsight is a narrative exploration game which spans the life of a woman named Mary. Is taking a core of something that happened in my life, keeping that and fictionalizing the rest of it. Whenever someone tells me that they've cried from something that I've made, it's always when people cry is where I feel, yes, I want to keep doing that. I want to keep making people feel things. Ich dachte schon, sie sagt, feel bad. Okay. Oh. 10 Jahre ist es her. 10 Jahre und die sind immer noch am Hustlen, immer noch am Updaten, immer noch am Machen. Und das ist, halt ist so, so, so gut. Deswegen eigentlich best ongoing game. Also, ne? Ja, für mich auch. Aber die können es nicht jedes Jahr bekommen. Ja, das stimmt. Und Cyberpunk hat wirklich viele Updates rausgehauen neben den Leads noch. Ja. Junge. Ich habe Angst, das nochmal anzufangen, weil da inzwischen viel Content drin ist. Ich spiel's immer wieder. So toll. Und es ist so viel Content, Erik, ja. Und man kann den ganzen Content nachholen. Es ist so geil. Danke, Frank. Du hast nichts verpasst. Dass du mich so supportest. Du kannst dir alle Zeit der Welt lassen. Das Spiel macht dir gar keinen Druck. Ja. Das ist perfekt. Alter. Krank viele Updates. Nur mal reingucken. Ja, ich weiß, wie das läuft. Ja, nur mal reingucken, ja. Schon sind 7 Jahre rum. Ja. Aber Journey continues, geil. 2, 4. Was ist das? What is that? Nein, oh mein Achso, ich dachte, eine Ankündigung. Neues Raumschiff, neue Raumstation, geile that Scheiße. Right there was No Man's Sky, a game we announced 10 years ago with this guy right here, Sean Murray. Sean, looks like the content keeps rolling in 2024. But what does the next decade look like? Ich glaube auch. Well, to start with, next year is going to be a really big year for No Man's Sky. Like you said, I've been working on it for 10 years now. And I still really love it, still really enjoy it. But what people don't know is that for the last 5 years, we've been working on something new. Was? Was? Another game. Yeah. Something Was? Very different, something what? Maybe more ambitious. Was? More ambitious? Here we go. Wir simulieren alle Atome im Universum. Tell us a bit about it, Sean. Die wollten doch eigentlich so ein Feuermann-Spiel machen, bevor No Man's Sky rauskam. Feuermann, das Spiel. Ja, Feuermann. Ich bin voll. And that wasn't easy, you know, it was hard, but there is something that's much harder that we wanted to do. For our new game, we wanted to create an Earth. You know, something as varied, a planet that is as varied as a universe. Something bigger than Earth. Also something with... You know, mountains, real mountains, not video game mountains, but mountains that are miles high, also Star taller Citizen, than Everest. That when you climb to the top of them and look out, you can see rivers and canyons and Minecraft. Continents. You know, you can see oceans. So it's just like an open world planet kind of thing? Yeah, I mean, the first real open world, right? Something without boundaries. Also einen ganzen Planeten and we're going to let everyone play in it together. Todd sitzt gerade im Publikum. You know, a place where people can live out their sort of adventures together. Well, we can't wait to take a look at it. We have anything tonight or future? Or? so we have a trailer. Oh. And, you know... Yes, Google Maps the game. There's about a dozen of us. We're actually, everyone's here. Everyone from the team is here. Wir sind so scheiße einfach. We're very Warum excited to share this. We've been talking about this one for years. Yeah, we're super nervous, you know, but really excited. If people like it, this game, I would like to still be updating 10 years. Oh, da gucke ich diesen einen Typen so gerne. Von GeoGuessr, den GeoGuessr Let's take a look. This is such an incredible project, and I'm honored that we can show it off. Der alle findet. Should we do it, John? Yeah, let's do it. Here we go. Oh, mir ist so warm. Oh, warte mal, jetzt aber... Okay.
Okay. Mutter Erde. Procedural? Ich habe gerade gesagt, dass der ganze Planet für Fantasy alle Spieler Erde. Da ist. Und man kann einfach Procedural selber eingenerieren? Überall Penisse. Was? Aber wo ist Feuermann? Mit dem bin ich geschlafen. Der wurde hey, was? Feuermann, Pimmelplanet. Das sieht halt wirklich krass aus. Das sieht wie ein Spiel für euch beide halt aus, ne? Kolibri! Das sieht wirklich geil aus. Und es gibt auch verschiedene Planeten, prozedural generiert, mit verschiedenen Biomen, vermute ich mal. Also ich habe gerade verstanden, nur ein Planet, oder? Ja, ich glaube da auch. Da stand auch prozedural generiert. Also, ein großer. Ah, okay. Ja. Also man kann sich nicht selber einen erstellen. Ein Planet für alle, okay. Okay, okay. Na gut, wird groß genug sein, ne? Pancamp Nein. Hat auch ein bisschen was von Ark. Mhm. So dieses Multiplayer reiten, fliegen. Oh, Volker! Ich würde die alle töten. Ja, Brat machen. Ja, fröhliche Ostern. Handschuhe aus dem Fell, wenn mir kalt ist. Hasencrafting. Augäpfel lutschen. Es geht wieder los hier. No Man's Planet? Nee. Das hat aber was vom Atlas. Light no fire. Oh, Alter, das ist aber... Nice. Aber man muss einfach sagen, es sah wirklich gut aus. Also ja, Multiplayer, ein ja. Planet für Remember, alle, ist halt krass. From an independent team, absolutely ist größer als die Erde. Ja, Light no fire, Feuermann. Again, created by the team of all games, so, der Kreis schließt sich. Wir haben es einfach predicted. See games like that that show kind of the next decade of where games are going to and hopefully TGA too. All right. Now join me in welcoming to the stage. In 10 Jahren ist es fertig. Ich würde sagen, Hello Games hat gelernt. Ja. Und man muss auch sagen, nach 10 Jahren kann man denen ruhig mal auch ein bisschen was zusprechen. Oh, ich glaube, das ist fair. Oh, was ist denn da passiert? What's up, everybody? How y'all doing tonight? Ach, der hat bestimmt zynische Gamer zusammengetreten. So many of you. Wir sind davon gekommen. Noch. All right, first off, I want to address the elephant in the room. My foot's fine, you guys. I did tear my Achilles. I wasn't riding a dragon. I was playing pickup basketball in Miami. Oh, na klar. I wish there were a better story to this, you guys, but the story is this. You know, as you age, as you get older, you know, particularly as you cross the 30 threshold, your body starts to break down, all right? Things start happening, unless you're Anthony Mackie, for whom I think the laws of aging don't apply. Guys, just if you're not Anthony Mackie, learn to appreciate the importance of stretching, all right? It's very important. Oh, yeah. Keeping it real at the Game Awards, all right? Now, I'm here to share something that I'm really, really excited about. I recently got a chance to team up with Frost Giant on their new real-time strategy game, Stormgate. Now, RTS is a genre that I was absolutely obsessed with as a kid. I loved building armies and obliterating my enemies in Age of Empires, Command and Conquer, and of course, my absolute all-time favorite game, StarCraft. Yes. No, okay. So happy you guys cheered for that. Now, if you've been destroyed by carriers and void rays on BNet at any point over the past 10 years, that was definitely your boy. And that's why I am so excited for Stormgate. Look, it's a noob strat, I understand, all right? But I loved it. Look, that's why I love Stormgate. It was made by a team of ex-StarCraft developers who are just as obsessed with RTS as I am. And in addition to competitive and co-op modes in the game, it's got an ongoing campaign that was written by Frost Giant with a little help from the legendary Chris Metzen. And so, yes, haben wir schon gesehen. I brought a little bit of gameplay for y'all. Okay. And the first reveal of a pretty badass new character who I may or may not have gotten to voice. Whoa. Let's have a look. Okay, okay. Gucken wir mal rein. Summer Game Fest kam das. Ja, ja. Und wir sehen alle Charaktere heute aus wie Erik, habe ich das Gefühl. Und Typ her. Ich wollte gerade sagen, wir haben... Das fliegende Auge, ja? Ja. Inzwischen halt so rund.
inzwischen einfach so viele. Sieht so viel aus wie Warcraft oder Starfield. Fortnite, ne? Ich glaube, es ist auch mehr so alle mit Bart. Bartbraun. Bartbraun, genau. Braunbartfeuermann. Das Kartenspiel. Ich würde es am liebsten schon mit User Interface sehen und so, wie das Spielerlebnis aussieht. Mm. Fight, und auf Kickstarter, okay. Habe ich auch Erik gesehen. Hä? That was me. Ja, ach, ja? Ja, ja, geil. See? Cool. Shang-Chi? Pretty good, right? And now it's time to hand out the next award. Here are the nominees for Best Action Adventure Game. Zelda, oder? You're the killer. I don't want to be in the story. Just get me out of this story. Das ist Alan Wake 2 Action Adventure. Das habe ich mir auch gerade gewundert. Oh, Resident Evil 4 Remake, sexy, sexy. How could you let the galaxy fall to this unworthy machine of an empire? Do not look away. Ja, Zelda, baby, babies, komm, gib's mir. Ah. Wahrscheinlich Zelda, aber ich kann mir vorstellen Spider-Man. And the Game Award goes to... Come. No surprise here, The Legend of Zelda, ja, Tears of the Kingdom. Okay, na gut. Ah. Na gut. Da muss ich keinen Pinguin heute töten, aber das ist gut. Zelda musste auch was mitnehmen. Es ging nicht ohne. Ja. Ach, schön. Ah, sein Shirt. Zum Glück hat er überhaupt eins an. Hey, was soll das denn jetzt? Was ist denn los? Ist ja so cool, wenn er ein Spider-Man-Shirt anhält. Ich bin wild. Mann, ich bin wild, Entschuldigung. I'm so glad to be able to be here to accept this award on behalf of everyone who worked together to create this game. Everyone on the development team truly gave their all in making this game the best that it could be. プレイヤーの皆さんそれぞれのユニークなゲームプレイが皆さん独自のハイラルの物語となります。Das Ding ist, Zelda kann nicht bestes RPG gewinnen wegen Baldur's Gate. Everyone's unique. Deswegen musste Zelda was anderes gewinnen. Und das war wahrscheinlich jetzt Action Adventure. Ich glaube, Zelda ist auch nicht so RPG. And to all the players, hast keine richtigen Entscheidungen. Ist ja wirklich mehr Thank you so much. Adventure. So schade, dass, also Baldur's Gate 3 hat ja auch Zelda-Spot komplett gestohlen. Davor waren sehr viele Zelda-Videos und Shorts auf YouTube. Baldur's Gate kam raus, Zelda war gut. Deshalb mehrfach Zelda ist auch kein RPG, okay. Here are the nominees for Best RPG. Baldur's Gate 3, Final Fantasy baby. 16. Ich glaube Starfield. Sea of Stars, oh, wäre das krass, wenn Sea of Stars das gewinnt. Ja, aber es war klar. War natürlich klar. Es war doch klar. Das musste einfach. Keine Ahnung. Oder kann ich nicht mitreden? Ich hoffe Cities, aber ich weiß nicht. Pikmin gewinnt. Advance Wars 1 und 2. Okay, Pikmin. Hey, Hase, was war los? Wow. Best Sports Racing aus der Fall. Forza, weil wir es sehr gut finden. Oh, ja. And the Crew Motor Fest. And this year the Game Award goes to... Ja, sehr gut, berechtigt, natürlich. Ja, sehr gut. Oh, Party Animals ist nominiert, geil. Ich hätte vielleicht auch mal hopen sollen. Wonder. Eins oder letzte? Ja, die ganze Welt ist die schönste auf der Welt. Okay, krass. Weil die noch am Anfang Probleme mit Multiplayer, oder? Ja, na gut, das wird bald was, oder? Genshin Impact, das wird auch bei Baldur's Gate 3. Ach komm. And the Legend of Zelda, Tears komm, of Baldur's Gate, komm. And the Game Award goes komm, to Baldur's Gate. Baldur's Gate. Ich könnte dich küssen, geil. Ja, ist das geil.
Ist das geil. Congratulations, Larian. Okay, Baldur's Gate räumt so ab. Es ist ein Traum. Holy shit, Larian Studio. Hä, was? Aber andere gewinnen ja auch. Das ist gut. Das ist doch gekauft, was? Hä, gekauft? Weißt du, wer gekauft ist? Deine Mutter. Guck mal, das ist ein neues Handy. Cool, damit kann man bestimmt Monster Hunter Now spielen. So. Oh nein, Clash of Clans. Oh. Trimax-Werbung, cool. Nee, der macht jetzt Fortnite Lego. Macht er, ja? 100 Pro. Aber der spielt doch noch Clash of Clans hoffentlich. Ja, hat er neulich wieder gespielt, ja, hab ich gesehen. Gut, gut, gut. So. Das ist der Dome in Las Vegas, ne? Das ist so geil einfach. Was die für Sachen da machen. Das da kostet ja irgendwie einen Tag Werbung 80.000 oder so. Der hat einen Ausblick auf ein Hotelzimmer darauf, da wurde er gerade gebaut. War so krass. Ich hätte noch lieber fertig gesehen. Oh Mann. Ich auch. Ja. Ein schwarzer Kloster einfach. Nee, alles fake. Nee, ganz ehrlich, die Game Awards, da sind schon sehr ordentliche Entscheidungen dabei. Da wirkt nichts politisch oder sonst irgendwas und ich bin sehr skeptisch bei Preisvergaben immer. Und bei Game Awards ist bis jetzt noch nichts davon zu sehen. Guilty Gear, baby! Ah, geil. Das ist immer geil, sieht geil aus. Okay. Das sind ein paar Zuschauer, wenn wir irgendwo eine Haudi ertönen. Da fragt gerade jemand im Chat, mein Channel heißt Pandoria. Bin ich dazwischen fangen? Machst du gerade Werbung, oder? War ich viel zu wenig. Oh, Pans Stimme ist bei mir gerade ganz, ganz schlimm. Was? Ah, nee, ist bei mir alles gerade ganz schrecklich. Warte, ich bin gleich wieder da. Okay. Wie ist dein Channel nochmal? Ich hab's gerade nicht verstanden. Wie ist dein Channel nochmal? X-Pandoria. Ah, X-Pandoria. Ah, okay. Schau ich mir mal auf. Soro hajimete ika. Oder. Danke, Random Mushroom. So. Stress wieder. Wieder Stresswerbung. Hallo, Fang. Reh. Hallöchen. Ark, soweit das neue Ark, oder? Ja. Ich glaube schon. Wann soll das eigentlich kommen? Ich hatte voll Bock. Auf Erik oder auf mich? Oh. Ach, das ist der erste Arc, nicht? Ah, das ist Arc Ascended. Ah, okay. Ja. Wir haben doch nicht zu wenig gespielt. Frank, mich kennt sie ja schon. Leid. Mich kennt sie ja schon. Ja, das wäre mal was Neues, meinst du, ja? Mal was anderes. Entschuldigung, Pan. Gut, ich gucke euch beiden einfach zu. Oh, im Mittelweg. Na gut. Okay. Jetzt. Ja, ist von Final Fantasy auf Creative Business Suit. Pan, jetzt ist deine Stunde. Final Fantasy 16. Ja, und ich muss immer noch. Ich hab's abgebrochen, ja. Abgebrochen, warum? Das soll richtig gut sein. Deswegen hat es abgebrochen. Ich fand's nicht so. Also Hauptstory ja, aber es hat leider probiert, andere Sachen einzufügen. Und das hat mir nicht gefallen einfach. Okay. Aber Final Fantasy generell ist ganz toll. Square Enix, hört ihr mich? Ist ganz toll. Also ja, ist es. Ist super toll. Ich wollte 60 unbedingt noch spielen. Mir hat die Demo Spaß gemacht halt. Steht ja auch Final Fantasy weiterhin. Wir kriegen ein richtig tolles Geschick. Cool, was denn? Oh ja. Für mehrere Meter groß. Soll man das sagen? Ich meine, ist ja kein Geheimnis, ne? Nee, dann lieber nicht, oder? Dann lieber nicht. Nee, ist kein Geheimnis. Das ist schon lange her. Es gab beim Final Fantasy 7 Event in Berlin, damals, als das Remake halt rauskam. Ja. Gab es eine geile Location, da haben sie die Kirche nachgebaut von Final Fantasy 7.
Und da gab es so Kirchenfenster mit Cloud und mit allen. Und die waren mit so. 3 Meter hoch. Genau, wow, die sind so 3 Meter. Die sind 3 Meter hoch und die sollten eigentlich, die sollten eigentlich jetzt verschrottet werden, damit Platz im Lager kommt. Und wir hatten ihnen aber damals gesagt, ne, wenn ihr irgendwas davon wegschmeißen wollt, sagt uns lieber Bescheid. Und sie haben uns Bescheid gesagt. Haben sie sich daran erinnert? Voll geil. Das, jetzt kriegen wir halt 3 Meter hohe Dinger von Final Fantasy 7. Ja, das wird geil. Drei Fenster davon. Oh, ja. Star Wars Jedi, ja, Battlefield, Star Wars. Titanfall. Aufstellen können wir die hier nicht, aber die, ich brauche mal auf die Halle. Oh, ist so geil. Ah, die Nummer. Hä, Olli Welke? All right. Good evening, everyone. So, game design can be chaos. Actually, let me rephrase that. The best game design is almost always part chaos, right? Today, it's really normal for teams of hundreds to work for years on huge open worlds that are condensed into one package. When that chaos has somehow been harnessed into a cohesive artistic expression, that's great game design. So tonight, I'm proud to present the nominees for Best Game Direction. Best Game Direction. Alan Wake 2. How do you run from story that lives in your head? Together, we must survive. Wenn Baldur's Gate 3 noch mehr Preise kriegt, könnte ich mehr nach Hause gehen. ich glaube, Alan Wake wird's, oder? Kann ich schwer einschätzen. Kann ich auch schwer einschätzen. Ich würde es aber auch Baldur's Gate natürlich. Aber ich kann mir auch so kann mir Alan Wake 2 auch vorstellen. And the winner is Baldur's Gate. Ich sag Alan Wake 2. Was tut er denn da an? Wie nice. Ach, die Rüstung meinst du bei Baldur's Gate oder wie? Ja, der hat eine Rüstung. Ich habe quasi gerade auch gewonnen, weil ich das gesagt habe. Gegen alle Vermutungen. Gegen allen Vermutungen. Ja, eines Tages Foto mit Sam Lake, das wär's. Eines Tages. Gar nicht. Wie geht das? Nee, Sean Murray gerade, der sah auch so aus wie vor 10 Jahren damals bei der ersten Ankündigung. We want to thank Epic, Hector, Nicole for believing in our vision. Crazy vision. Crazy vision, yes. Direction is nothing without a team to actually build it. And huge thanks to Remedy team for joining us on this venture, wanting to believe in it and build it. You know, we can pull into different directions and nothing comes out of it. But when more than 100 people believing the same vision and build something out of it, we can make miracles, we can make art, and we can be more than the sum of our parts. Our world today could use a bit more of that. But one other thing, next Monday, December 11th, New Game Plus, the final draft is going to be coming out. New story content, so yeah, go play it, thanks. Thank you Game Awards. Das war wirklich ein ziemlich starkes Gaming-Jahr. Dass man hätte jedem Spiel gegönnt, eigentlich auch, weil so viele gute Spiele. Schwierig, sich ja zu entscheiden, es ist immer so Kopf-an-Kopf-Rennen. Please welcome Gustav Tillaby, the creative director of the finals. Das Logo ist geil an mir. Also kommen wir auch nächstes Jahr mal dahin. Was? Was? Nächstes Jahr ist Weihnachten, da kann ich nicht. We set a bold vision for ourselves. We said that if we're going to make a shooter, it needs to be unique. It needs to be something that no one else is doing. Standing here today, I'm so proud and grateful for the amazing team at Embark Studios who helped make this crazy dream a reality. And of course, to all of you, our amazing players, watching you play the finals has been the most gratifying experience of my entire career. Dennis, du kannst nicht, du bist You're in not Miami. Just a part of this journey, you guide us and you inspire us, and I love you. Hallo. Now, Hallo, Heideltraut. Let's watch our latest trailer and keep your eyes peeled for the launch date at the very end. It might be sooner. War das dieser bunte Shooter?
Thank you. Ich weiß ja, aber ich lese gerade im Chat, habe ich ein paar Mal gelesen, Finals, voll geil. Leute haben gespielt und fanden das Nexon. Voll geil. Wieder Nexon, der Wahnsinn. Oh. Ah. Okay. Nee, okay, ist nicht das, was ich dachte. Ich habe da ganz anders Urlaub gemacht. So, wollte gerade sagen, so habe ich das Vegas eigentlich auch in Erinnerung. Mit deinem Portemonnaie. Oh, die Geschichte, ja. Wo alles nicht funktioniert hat. Oder? Oh Gott, das war furchtbar. Ja. Oh boy. Habe ich gespielt, war richtig geil, ja. Also ich lese gerade nur Gutes von Finals. Finals ist 20 von 10, okay. Na, stockt bei mir ein bisschen. Leider. Dennis, wann Finals? Ja, wann Abschlussprüfung, Digga? Ey, keine Ahnung. Ich hab einen Blumenkohl gegessen. Irgendwas ist heute. Ich war Battlefield jetzt schon, weil da müssen wir das spielen. Von ehemaligen DICE-Mitarbeitern? Ich feiere die Optik extrem, ne? Also, ja, die meisten von den Games sehen immer irgendwie gleich und austauschbar aus. Und Gameplay sieht wild aus. Mhm. Nur der Mainstream-Shooter, da lese ich aber viel anderes im Chat von Leuten, die es gespielt haben. Und du weißt, Gamer sind picky geworden. Ja, das sind wir wirklich. Wir sind sehr verwöhnt. Ich krieg's aber auch bei mir selber mit. Und jetzt noch bei mir sehe ich genauso. Und jetzt noch ein Spiel zu finden, wo der Chat der dauernd sagt, war geil, war richtig geil. 20 von 10, Ja. Wow, muss echt geil sein. Steam, Xbox Series X and S and PlayStation 5. After the show, make sure to check out viel zu schnell für Gronkh und Funk. Weißt du, wer viel zu schnell für uns ist? Deine Mutter. Island of the year. So. And the winner is Fort Who? Congratulations. Wer denn? Hast du ihn gebannt oder was? Nee, ich hab deine Mutter als Knopf. Deine Mutter wahrscheinlich, ja. Achso, okay. Also. You unlock those Peter Griffin skins. The island code is below. Still to come, the presentation of Game of the Year featuring Finals out now. Okay, geil. To the nominee. Ich frag mich, ob was zu Silent Hill 2 kommt. Damit ich wieder sehr skeptisch sein kann. Ja, eigentlich hat dir das bisher nicht gefallen, was man gesehen hatte bei Silent Hill 2? Weil der Protagonist nicht protagonistisch genug aussieht. Nein, weil er es nicht versteht. Es ist, ich bin richtig hart am Gatekeepen da. Aber Eva auch. Wir sind ängstlich. Ich müsste jetzt sehr weit ausholen. Ich kann nicht. Willst du Nebel haben in Silent Hill? Ja, da muss Nebel sein. Ja, finde ich auch. Oh, warte mal. Ich sehe zu viel. Was? Warte mal, Larian Studios, warte mal. Die, ich glaube, die haben beide das Geld gemacht. Join the others and complete our destiny. Baldur's Gate, ist das nicht einfach so ein eins von diesen CRPGs? Nerdig. Das Spiel nur Nerds, ja. Ja. Schön, dass wir einen Erfolg gefahren. Warst du das schon, Erik, was man gerade gesehen hat? Bei einigen Sachen ja, bei einigen Sachen noch nicht. Just wait. Geil. Oh, da war ich noch nicht. 5 von 5, 10 von 10. Alter. Steht irgendwo Funk? Nee, Funk gibt auch keinen. Nee, ich stehe nicht dabei, okay. Geil. Also hast du auch nur einmal gebumst im Baldur's Gate, oder? Ja, das, ja. Und die Männer schmeißen sich mir in den Hals, aber ich würde auch... Oh, ist die neue Deluxe Edition? Das sind die neuen Sachen, ja. Ein bisschen peinlich. Ja. Das sieht sehr aufbauig aus. Ja, aber es erinnert mich merkwürdigerweise vom Stil her an diese Handywerbung mit Mafia. Hier ist der Sack Level 5. Und dann Und dann kriegt er ein heißes Auto und das Babe und er ist Level 100. Ja. Gangsterboss. Gangsterbraut retten oder gehen. Ja, ja, genau. So hat es gerade gewirkt, aber nicht böse gemeint, aber so. Awesome. Thanks Sydney. Well. Now it's time for tonight's final world premiere. Oh. That's right, we're getting towards the end of the show. Oha. And this one, I will let speak for itself. Oha. Ist das fucking Monster Hunter Witz? Bitte, komm. Ist, oder? Was ist das? Bitte.
Es ist Monster Hunter, oder? Da sind Monster und die handeln ihn. Ja, aber ich erkenne noch kein Bekanntes für mich. Ich glaube nicht. Aber die Waffe sieht so aus. Oh Mann, die zerfetzen jetzt die anderen Viecher. Oh krass. Ja, das ist normal. Achso, okay. Ich bin leider nicht drin im Monster Hunter Game. Das sieht auch geil aus. Sehr geil. Hä? Wow, okay. Capcom? Mhm, mhm, Funk? Mhm. Mhm. Aha! Ah! Aha! Ah, schön. Ach, wie schön. Ah, schön. Ach, als Vorbereitung dafür noch Monster Hunter Now auf dem Handy spielen. Ah, das wäre so schön. Wenn du nur ein neues Handy hättest, wenn ich doch nur ein Handy hätte, ob dir das geben könnte. Oh, schade. Ehrlich. Monster Hunter habe ich bei dir ein paar Mal geguckt. 25. Ja, ist auch wunderschön. Die beste Monster Hunter, ich weiß, Erik, da wo ich keine Stimme hatte und ich habe vorher Sachen aufgenommen und habe das abgespielt. Das war auch großartig. Selbst Leiser sagt, Max, das war der beste Stream, den du je gemacht hast. Weil du endlich mal die Fresse gehalten hast. Ja, aber 2025 habe ich keine Zeit. Da bin ich leider in Vice City. Da bin ich wieder krank, ja. Oh, geil. Ist das schön. When do we get to play this? ようやく発表することができました。モンスターハンターの新作です。 こちらですね、9月にゼフさんにも見ていただきましたタイトルなんですが、現状ですね、2025年リリースを目指して開発しています。 Thank you, Jeff. I'm very happy to finally be able to announce this title to everyone. This title, back in September, we were happy enough to show it to you, is planned for release in 2025. I think everyone wants to know, when do they get to see more on this? Any sense of when we're going to see more on this game? はい、こちらの本タイトルの続報はですね、2024年の夏頃、現状予定しておりますので、しばらく、ちょっとお待ちいただけたと思っております。それとですね、今年、カプコンがですね、40周年を迎えさせていただきました。この40年間、応援してくださったファンの皆様、本当にありがとうございます。 これからもですね、皆様に楽しんでいただけるいいゲームを作っていけるよう努力して頑張ってまいりますので、これからも引き続きぜひよろしくお願いいたします。エルデンリング、アシャイニングスター、トム・フィルスのエディエル・セイ、ヘテ、ウンス、アウノ、クフォー。クラウンド・リビューリング、モア・インフォーメーション、アバウト、ディス、ゲーム、イン、ザ・サマー、オフ、2024。ソー、ウィホープ、ユー、キープ、アイ、アウト、フォー、イット。アム、エンド、ソー、オフ、ソー、マイクロソフト、コム、ね、ダフォー、ニファー、ゲッセン。イヤ、イヤ、シュティマ、ゲッパン、イヤ、マ、ゲッパン、オプ、ダフォー、ゲッセン。アイ、ウォー、ライク、トゥ、ティンク、オール、オブ、ザ、キャプコン、ファンス、フォー、オール、オブ、ユー、ラ
Ich denke, wir wissen alle, was Game of the Year wird, oder? Ja. Eigentlich können wir schon ausschalten. Ja, tschüss, war schön. Ah, ja. Ciao. War nice. Und ja, ich mach dann aus, ne? Bye. Yo! Das war auch so gut, Resident Evil. Hat gar keinen Preis bekommen, ne? Resident Evil, verdammt. Ja, irgendwie nicht. Aber wie gesagt, dieses Jahr war halt die Competition super stark, ne? Ja, ja, absolut. Aber von Anfang an. Harry Potter ist ja überhaupt nicht hier gewesen. Hogwarts Legacy. Fand ich sehr gut. Habe ich immer noch nicht gespielt. Aber es gibt halt immer zu viel. Ja, ja, ja. Ja, und wo Gollum? Wo Monke? wo King Kong? Ja. So gut. Hat Resi einen Preis mit VR? Oh, das kann sein. Ja, stimmt. Ja, vielleicht hast du recht, ja. Der spielt einfach alles dieses Jahr. Was ist da los? Alter, aber wow. Eine riesige Büroklammer. Boah, ist das eine riesige Büroklammer. Er spielt auf Stabilo-Stiften. Aber er fühlt das sind aber gar keine Instrumente, da kommt gar kein Ton raus. Die geben ihm einfach immer irgendwas. Einfach was gerade da rumliegt. Ja, das war sehr geil. Das war sehr, sehr geil. Das war wirklich schön. Oh. Ich finde es schön, dass er so Kult ist jetzt irgendwie da. Irgendwie, ne? Dass er noch extra gezeigt wird immer. Ja. Oha. And the game of the year is... Baldur's, oh, die ist auch noch da. Baldur's Gate, ja. Baldur's Gate 3. Beste Spiel. Wer hätte das gedacht, als die Early Access rauskam? Eine Überraschung. Das hätte niemand gedacht. Wie krass. Dafür haben wir ein Video machen können. Ja, Mann. Ja, jetzt bin ich noch stolzer, in diesem sexy Bärenkostüm rumgelaufen zu sein. Ja, Mann! Wir konnten für das beste Spiel des Jahres ein Video machen. Oh. Voll geil. I didn't expect it anymore. Thank you. Thank you so much. A game like Baldur's Gate 3 isn't possible if you don't have an incredible team working on it. And the team at Larian spent their hearts and souls for 6 years on this game in sometimes very difficult circumstances. This was our COVID game. Along the way, we lost quite a few people also, so we want to dedicate this to all the people we lost, and especially to Jim, our lead cinematic artist, who passed away in the last month. I want to thank over 2,000 people, so sit back and relax. I also want to thank everybody that supported us throughout this entire effort. Our families, our friends, our partners. You were the best, and without you, we couldn't have done it. Thank you very much. Thank you. Steht da hinten links wieder der? Nee, oder? Mhm. Der Flöchmann? Doch, da. Ah, nee, ich dachte, Entschuldigung, das war der Typ, der die ja gerade angekündigt hatte. Ja, ich dachte, ja, da steht wieder dieser eine YouTuber, der sagt, Bill Gates, Ja, um Gottes Willen. Congratulations, direkt mit Security wegboxen. All of tonight's winners. We will see you next year at our 10th anniversary Game Awards, which I'm happy to announce. Wir haben nächstes Jahr auch Friendly Fire 10. Ja, da haben wir auch, ja, das haben wir auch. Ich habe gerade überlegt, dass Larian anbauen muss für die ganzen Preise, die sie gerade abräumen, ne? Bei Joystick Awards sind die auch mit so einem Haufen rausgekommen. Oh, ja. Also, so viel. Ja. Junge, Junge. Das war jetzt euer Highlight. Monster Hunter. Das war fucking Monster Hunter. Und Ronin. Dass du im Discord gekommen bist. Oh. Ah, hey, na, wow.
Babypups. Oh, hier wird es auf einmal richtig, richtig unangenehm. Boah. Da esse ich gleich deinen Burger. So. Mm. Aber da fangen wir an. Ich schnuppel, nein, ich mitgebracht. Ja, aber die ist ja auch eine süße Schnuppelnase. Ach, ach. Die ist ja auch eine süße, süße Schnuppelnase. Okay, ist einfach vorbei. Wie hat euch die Microsoft-Ankündigung am Ende gefallen, für die man dranbleiben sollte? Sehr gut. Die war dann, jetzt nehme ich die so. Beeindruckend. Der, wow, das. Sehr, sehr beachtlich. Wow. Danke, Microsoft. Das ist natürlich. Tja. Ich will jetzt schon ranzoomen, ey. Hm. Nun. Boah, ja, da ist natürlich jetzt auch. Ein bisschen der Ofen aus. Ja, das Schicht war, im Schacht. Käse in der Hose. Ja, das war. Oh.